trotz Wintereinbruch und S-Bahn-Schwierigkeiten sind wir sehr froh und freuen uns, dass so viele gekommen sind und wir in den nächsten anderthalb Stunden eine mit Sicherheit sehr spannende Diskussion haben. Gender Pay Gap, ein Thema, das seit vielen Jahren immer wieder kommt, wo man sicherlich immer wieder die ähnliche Diskussionen hat, immer wieder sich fragt, warum geht das nicht schneller vorwärts, warum reduziert sich die Gehaltslücke, Lohnlücke, wie auch immer man das nennt, nicht schneller. Wir haben gefunden, dass es jetzt nochmal anders ist und jetzt nicht, weil jetzt gerade Frauentag war oder Gender Pay Gap Tag, sondern weil wir das Gefühl haben, dass das auch im Kern unseres Verständnisses von einer neuen Wirtschaft ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man da ökonomisch neue Ideen entwickelt und wie man einen Rahmen setzt, der eben nicht nur aus kurzfristigen ökonomischen Effizienzkriterien definiert ist, sondern in einem erweiterten Sinne, in einem gesellschaftlichen Sinne definiert ist. Und dazu gehört auch die Frage, wer wie beschäftigt ist und wie selbstverständlich das sein sollte, dass man für ähnliche Arbeit ähnliche Bezahlung bekommt zum Beispiel. Und deshalb sind wir mitten im Thema bei uns, wenn es um neue Paradigmen, neue ökonomische Paradigmen geht und sind sehr froh, dass wir heute daran anschließen können und da mal einen Schwerpunkt setzen können, auch mit einer ökonomischen Frage, die wir uns gestellt haben, nämlich inwieweit der Fachkräftemangel dazu beiträgt, dass die Verhandlungsmacht von vielen, aber eben auch von Frauen zunehmen könnte und dadurch vielleicht einen Beitrag dazu leistet oder auch nicht. Das wird das Thema des Panels sein und ich würde auch sehr schnell übergeben mit einem kleinen Dank noch an die Mercator-Stiftung, die uns, mit denen wir hier kooperieren, beziehungsweise die auch die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Und wir werden im Anschluss auch noch einen Empfang haben, gibt es noch zu trinken und ein bisschen was zu essen. Alle eingeladen, da zu bleiben. Hier ist schön warm, draußen ist jetzt mittlerweile sehr kalt. Ich übergebe an Sabine Rennelfanz, die hat freundlicherweise zugesagt, die Moderation zu übernehmen. Sabine Rennelfanz, den meisten wahrscheinlich bekannt, als Autorin, Journalistin, Kolumnistin, unter anderem beim Spiegel, Tagesspiegel, mit sehr viel beschäftigt mit eben Fragen der Gleichberechtigung und vor allem einem Buch, was, wie ich eben gehört habe, die Ministerin auch gelesen hat, über Frauen und Kinder zuletzt. Das ist der Titel der Frage, inwieweit die Corona-Krise womöglich sogar alte Rollenbilder oder die Trennung oder die Benachteiligung von Frauen noch mal verstärkt hat oder alte Rollenbilder da noch mal verstärkt hat. Sie ist deshalb exzellente Moderatorin und wir haben sie auch gebeten, oder ich habe dich, Sabine, ja auch gebeten, aktive Moderation zu übernehmen. Das heißt, ich auch aktiv einzubringen. Und deshalb übergebe ich jetzt gleich an dich und du kannst das Panel dann auch vorstellen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir jetzt über dieses spannende Thema reden dürfen. Frauen sollen mehr arbeiten, Frauen sollen den Fachkräftemangel lösen, das hört man jetzt überall, schallt einen von allen Seiten entgegen. Ich möchte einen Satz vorlesen zum Anfang. In der aktuellen Diskussion besteht Übereinstimmung darüber, dass allein bei den Frauen ein bemerkenswertes, ungenutztes Arbeitskräftepotenzial steckt. Dieser Satz stammt von einem gewissen Günter Butschler, in einer BDI-Zeitschrift veröffentlicht, und zwar im Jahre 1972. Den Satz hat Alice Schwarzer in diesem schönen Büchlein Lohn, Liebe zum Wert der Frauenarbeit 1973 zitiert. Also dieses Thema, das nach den Frauen gerufen wird, ist alles andere als neu. Es begleitet uns immer wieder. Und was sich aber geändert hat seit 1973 und vielleicht auch später und beziehungsweise was sich ändern sollte, darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Und ja, ich freue mich, wir haben ein All-Female-Panel und ich freue mich aber, dass im Publikum nicht nur Frauen sitzen, sondern auch ein paar Männer.
weil das Thema Gleichberechtigung auch Männer angeht. Ich glaube sogar, es ist ein Schlüssel, dass Männer das auch als ihr Thema verstehen. Nichtsdestotrotz heute ein weibliches Panel und ich werde Ihnen erstmal die Teilnehmer vorstellen. Lisa Paus, Bundesministerin, Frauenministerin und Familienministerin und noch mehrere andere Buchstaben, die mir jetzt alle nicht auf dem Senioren und Jugend, genau, jetzt habe ich es, ist studierte Volkswirtin, seit vielen Jahren Abgeordnete der Grünen, erst im Berliner Abgeordnetenhaus, seit 2009 als Finanzexpertin im Bundestag und seit 2022, also seit knapp einem Jahr, Bundesfamilienministerin. Und ich hatte so den Eindruck, die früheren Inhaberin dieses Postens haben leider weniger mit Gleichstellungspolitik Schlagzeilen gemacht als mit persönlichen Problemen. Und erkennbar war der Wunsch bei Frau Paus, da erstmal Ruhe reinzubringen. Und in der letzten Zeit setzt sie aber doch vielmehr auch inhaltliche Akzente. Sie hat kürzlich einen Gastbeitrag mit Wirtschaftsminister Habeck verfasst, in dem sie verspricht, wir helfen Frauen, dass sie so viel arbeiten können, wie sie wollen. Und Frau Paus wird das gleich in einer Keynote auch vertiefen. Aber zunächst einmal lassen Sie mich die anderen Panelistinnen vorstellen. Da haben wir Margret Heckel, sie ist auch Volkswirtin, ausgebildete Journalistin. Sie ist eine der erfahrensten Politik- und Wirtschaftsjournalistinnen des Landes, würde ich sagen. Nach Stationen bei der Financial Times Deutschland, Welt am Sonntag, arbeitet sie erfolgreich als Buchautorin, als Autorin und Moderatorin. Und sie sagt, wegen des Fachkräftemangels werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor allem die Löhne und Gehälter in den Branchen steigen, in denen vor allem Frauen arbeiten, wie Pflege, Gesundheit und Bildung. Simone Menne ist studierte Betriebswirtin. Sie war sehr lange für Lufthansa tätig, darunter von 2012 bis 2016 als Finanzchefin des Unternehmens. Sie war die erste Finanzchefin eines DAX-Unternehmens, eine Pionierin sozusagen, später dann in der gleichen Position bei Böhringer Ingelheim. Sie ist inzwischen Aufsichtsrätin in verschiedenen Unternehmen, Chefin der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer. Außerdem betreibt sie eine Galerie und ist Grünen-Mitglied. Frau Menne sagt, Frauen trauen sich zu wenig zu. Herzlich willkommen. Und Katharina Wrohlich ist auch Volkswirtin, leitet die Gender Economics im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professorin für öffentliche Finanzen, Gender- und Familienökonomie an der Universität Potsdam. Sie sagt, Frauen werden dafür sozial bestraft, wenn sie hart für sich selbst verhandeln. Das sei lediglich bei Männern eine sozial akzeptierte Verhaltensweise. Und Sie erlauben mir, dass ich hier ein paar Zitate rausgesucht habe. Ich hoffe, die Sie einigermaßen repräsentieren. Falls das nicht der Fall ist, können Sie dem in wenigen Minuten widersprechen. Aber erst einmal würde ich Frau Paus dieses Pult überlassen. Bitte sehr. Wunderschönen guten Abend. Mir wurde gesagt, ich hätte ein bisschen mehr als 3 Minuten. Von daher wollte ich mal das Erwartungsmanagement hier ein bisschen. So viel ist es. So, ich freue mich sehr, hier zu sein. Herr Fricke, Frau Heckel, Frau Menne, Frau Professorin Wrohlich, Publikum, liebe Gäste. Denn ich kenne das Forum New Economy tatsächlich praktisch seit Gründung und habe die ganze Zeit über schwer sympathisiert und bin natürlich stolz, dass ich jetzt als Familienministerin hier auch mal am Podium stehen darf. War ja aber durchaus auch schon mal der eine oder andere da. Und ich schätze es vor allen Dingen sehr, dass Sie eben tatsächlich sich kümmern um neue Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Darauf, wie wir die Klimakrise bewältigen und einen nachhaltigen Wohlstand sichern. Darauf, wie wir verhindern, dass Arm und Reich weiter auseinanderdriften und darauf, wie wir unsere Art zu wirtschaften überhaupt neu denken können. Gemeinwohlorientiert, gerecht und innerhalb der planetaren Grenzen. Das ist ja jetzt nicht jedem Volkswirt automatisch gegeben. Diese Fragen sind natürlich mir auch sehr nah als Volkswirtin, es wurde schon gesagt, und als Grüne, bei denen ich seit 1995 bin und wo ich die ganze Zeit über im Bereich Wirtschafts- und Finanzpolitik tätig gewesen bin, bis ich eben im vergangenen Jahr Familienministerin geworden bin. So, mich hat immer bewegt, dass wir alle miteinander eigentlich wissen, funktionierender Markt funktioniert nicht aus sich heraus, sondern er braucht klare Regeln, er braucht sozial-ökologische Leitplanken. Dann kann er funktionieren für alle, aber die braucht er. Und dann schaffen wir auch den dringend notwendigen sozial-ökologischen Wandel. Es wurde schon gesagt, in meinen
Buchstaben, ne? Es gibt F, S, F, J, vier Buchstaben, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ich bin außerdem noch zuständig für Vielfalt, für Demokratieförderung. Die sind noch nicht in meinen Buchstaben. Ich definiere mein Haus als Gesellschaftsministerium. Ich glaube, das trifft es aktuell eigentlich am besten. Und in unserer Gesellschaft und in meinem Ministerium ist natürlich das Thema Ungleichheit jeden Tag in allen Varianten präsent. Natürlich auch bei der Gleichstellung, zu dem komme ich gleich, aber eben auch beim Beispiel bei den Chancen für Kinder. Ich glaube, inzwischen wissen es alle, jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut oder ist armutsgefährdet. Und arm sein heißt eben nicht nur, weniger Geld zur Verfügung zu haben, sondern arm sein heißt vor allem, arm an Chancen zu sein, was sich eben auch am Geld mit bemisst. Und das gilt für Kinder erst recht. Alle sagen, Kinder sind unsere Zukunft. Ich sage, Kinder brauchen erstmal eine vernünftige Gegenwart. Und wenn wir am Start im Leben nicht für faire Chancen sorgen, dann wachsen die Nachteile der Kinder im Erwachsenenalter mit und vererben sich auch in nächste Generationen. Und deshalb ist mir die Kindergrundsicherung so wichtig und liegt mir so am Herzen. Sie ist das sozialpolitische Projekt der Bundesregierung. Mit sechs weiteren Ressorts arbeite ich daran, dass sie dann auch tatsächlich 2025 Wirklichkeit wird. Und ich hoffe, ich habe sie da auch alle mit an meiner Seite. Nicht nur, weil es gut für Arm und Reich ist, sondern auch, weil es ein wichtiger Beitrag ist für Frauen, insbesondere wenn Frauen Mütter sind. Es gibt ja nach wie vor kein wesentlich höheres Armutsrisiko als das Thema für Frauen, wenn sie Kinder haben. Weil nicht selten kommt dann eben auch eine Trennung dazu und dann ist sie da, die Armut. Um Ungleichheit geht es auch allgemein, wenn wir über Geschlechterverhältnisse sprechen. Wir wissen, noch immer haben wir die Gleichstellung nicht erreicht. Sie kennen natürlich die wirtschaftlichen Lücken, die der kleine Unterschied zwischen Männern und Frauen reißt. Die Einkommenslücke kennen wir alle seit dem Gender Pay Gap, sind 18% aktuell. Nicht alle kennen die Rentenlücke, die liegt aktuell bei 49%. Und eine weitere Zahl, die nicht alle kennen, ist die Sorgearbeitslücke. Liegt bei 52%. Frauen machen doppelt so viel Sorgearbeit wie Männer. Und diese Lücken, sind eben mehrere, müssen wir allesamt schließen. Mir ist wichtig, dass wir für ökonomische Gleichstellung sorgen. Und das heißt für mich, gleiche Chancen für Frauen im Beruf und am Arbeitsmarkt, gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit und gleiche. Für Frauen in Führungspositionen und auch Frauen in anderen wirtschaftlichen Bereichen, auch als Gründerin, auch als Unternehmerin. Und das bringt mich nun zum Thema des Abends, zur Lohnlücke, zu der Frage, wie können wir sie in Zeiten des Fachkräftemangels verkleinern? Ich habe da mehrere Antworten zu. Der erste Teil meiner Antwort lautet, ja, einerseits eröffnet der Fachkräftemangel, insbesondere für Frauen, riesige Chancen. Denn der Fachkräftebedarf der Wirtschaft wird branchenübergreifend immer größer. Aktuell sollen es 2 Millionen Arbeitsplätze sein, laut der deutschen Industrie- und Handelskammer, die unbesetzt sind. Und zugleich gibt es eben ja auch viele und auch enorm gut ausgebildete Frauen, die wieder und auch mehr arbeiten möchten. Einerseits ist die Erwerbsquote von Frauen in Deutschland einer der höchsten in Europa bereits. Ohne Frauen läuft nichts mehr in der deutschen Wirtschaft. Aber andererseits ist es eben aktuell so, dass Deutschland auch eine der höchsten Teilzeitquoten hat. Deswegen gibt es eben dieses Potenzial. 47% der Frauen in Deutschland arbeiten derzeit in Teilzeit. Und das heißt meistens auch weniger als 20 Stunden Teilzeit. Nach wie vor sind Minijobs eine Frauendomäne. Wenn wir uns dann noch das Thema Intersektionalität anschauen, also ne, Frauen mit Migrantenhintergrund und so weiter, dann haben sie noch mal eine andere Dimension des Problems. Warum ist das so? Die meisten Antworten kennen Sie, die hier sitzen. Ich erwähne sie trotzdem noch mal. Weil Frauen sich neben dem Beruf häufig um Kinder kümmern oder um Angehörige pflegen, also unbezahlte Sorgearbeit leisten. Ich sprach bereits vom Care Gap. Wegen dieser Sorgearbeit sind Frauen eben derzeit weniger erwerbstätig, kehren später in den Beruf zurück oder gar nicht, mit entsprechendem hohen Armutsrisiko im Alter. Aber dabei zeigen unsere Befragungen konstant, rund ein Viertel der Mütter würde gern wieder in den Beruf einsteigen oder ihre Berufstätigkeit ausweiten. Und darin will ich Sie unterstützen. Und möchte gleich eines klarstellen. Es geht nicht darum, unter den aktuellen Bedingungen, also es ist jedenfalls nicht meine Vorstellung, einfach zu sagen, Anna 73, sozusagen, wir brauchen die jetzt, schmeißen hinterher wieder raus, jetzt brauchen wir sie gerade, wir ziehen jetzt mal die Frauen in Vollzeit oder in vollzeitnahe Beschäftigung, sondern es geht schon darum, dass die Rahmenbedingungen auch mitgedacht werden
Bedingungen so zu schaffen, dass eben die Bereitschaft, die es gibt und die Wünsche, die es gibt, tatsächlich dann so umgesetzt werden können, dass Beruf und Familie vereinbart werden können für alle Geschlechter und dass wir so gemeinsam sozusagen das Potenzial eben heben und zu einer größeren und zufriedeneren Gesellschaft, zu einer größeren Zufriedenheit in der Gesellschaft kommen. Und deswegen, und da gibt es dann einige Instrumente, dazu komme ich noch, in dem Zusammenhang finde ich aber auch wichtig, dass wir eine Debatte über Arbeitszeitmodelle brauchen. Das läuft ja jetzt teilweise schon, das Stichwort Vier-Tage-Woche. Ich finde, wir sollten uns tatsächlich fragen, wie lange uns noch am Alleinverdienermodell der 40-Stunden-Woche orientieren wollen. Und da gibt es auch, man kann auch noch mal über das Thema Lebensphasen reden. Ich weiß nicht, ob Sie das vorgesehen haben, aber es wäre zum Beispiel auch was, was wir gleich diskutieren könnten. Wie wollen wir zukünftig Vollzeit definieren? Ich setze mir für eine neue Arbeitswelt ein, in der flexible Vollzeit als Arbeitszeitmodell möglich ist, mit einem flexiblen Vollzeit-Arbeitszeitkorridor zwischen 30 und 40 Stunden beispielsweise. Außerdem brauchen wir weitere gute Rahmenbedingungen, damit Frauen und Männer Familie und Beruf gleichermaßen vereinbaren können. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören natürlich eine gute und verlässliche Kinder- und Ganztagsbetreuung in Kita und Grundschule, natürlich auch mit ausreichend pädagogischem Personal. Dazu gehört, dass Eltern durch gute Familienförderung in partnerschaftlicher Vereinbarkeit unterstützt werden. Und dazu gehört, dass Unternehmen dabei helfen und dass ich ihnen, also dass wir gemeinsam helfen, dass sie sich familienfreundlicher aufstellen. Und dazu gehört auch, ein Steuersystem zu schaffen, das Zweitverdiener, und das sind nun einmal derzeit immer noch vorrangig Frauen, nicht für ihre Erwerbstätigkeit bestraft. Seit vielen Jahren ist das Thema Ehegattensplitting in der Diskussion. Ich bin unter anderem deswegen in meine Partei eingetreten, weil meine Partei sich seit Jahren dafür einsetzt, Ehegattensplitting abzuschaffen. Sie wissen, das steht so nicht im Koalitionsvertrag. Es gibt also noch auch für mich Gründe, auch weiter politisch tätig zu sein. Aber wir starten damit, dass die Steuerklassen 3 und 5 in der derzeitigen Form abgeschafft werden und in ein Faktorverfahren überführt werden. Und ich finde, das ist ein guter und wichtiger Anfang. Auch wenn das, wenn wir es jetzt konkret machen werden, ich mit sich ganz genau weiß, dass die eine oder andere Diskussion sich danach auftun wird. Viele Frauen in Deutschland sind bereit, ihre Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Wenn allein Frauen mit Kindern unter 6 Jahren in dem Umfang Erwerbstätigkeit könnten, wie sie es wollten, so jedenfalls entsprechende Umfragen, dann hätte Deutschland auf einen Schlag 840.000 Arbeitskräfte mehr. Also, einerseits stehen die Chancen für Frauen gut, einen besser bezahlten Job zu finden oder ihre Arbeitszeit auszuweiten in Zeiten des Fachkräftemangels. Aber verkleinert sich damit automatisch der Gender Pay Gap? Und das ist ja die Frage mit gewesen. Führt der Fachkräftemangel dazu, dass sich die Löhne von Frauen und Männern automatisch angleichen? Und hier kommt der zweite Teil meiner Antwort. Ich denke, ja. Andererseits, eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen schließt die Lohnlücke nicht automatisch, denn die Lohnlücke hat viele Ursachen. Es hat auch hier strukturelle Gründe, warum Frauen pro Stunde im Schnitt 18% weniger brutto verdienen als Männer. Gewiss ist Teilzeitarbeit ein Grund. Frauen, die in Teilzeit arbeiten, sind seltener bei Fortbildungen, sie werden seltener befördert, sie erhalten seltener Zulagen. Und es gibt weitere Gründe. Frauen und Männer werden häufig nach einem Entgeltsystem entlohnt, das historisch gewachsen ist. So. Natürlich gibt es auch Unterschiede, weil es Betriebe gibt, die gar nicht tariflich gebunden sind oder auch, weil es eben Unterschiede gibt, es wird außertariflich entlohnt. So. Aber selbst wenn ich mich in der Tarifwelt befinde, dann können wir uns eben anschauen, dass es auch da strukturell verfestigte und vererbte Ungleichheiten gibt. Dieses System war hinreichend ungenau. Es erfasste Tätigkeiten von Frauen kaum und zählte auch die Belastungen nicht auf. Im Pflegeberuf zum Beispiel. Schweres Umlagern von PatientInnen schlägt sich in der Tätigkeitsbeschreibung von Pflegenden nicht nieder. Die Pflegerin erhält keine Schwerniszulage. Der Fahrer des Wäschedienstes hingegen kann damit rechnen, dass seine körperliche Anstrengung beim Heben der Wäschesäcke bewertet und entlohnt wird. Ich sage jetzt nicht, dass der super gut bezahlt wird, aber diese Komponente ist da selbstverständlich drin. Und er bekommt eben deshalb mehr Lohn für gleichwertige Arbeit. Dahinter steckt nun keine bewusste Diskriminierung heutiger Arbeitgeber, sondern ein, ich finde, überdenkenswertes, überholtes System, das die tatsächlichen Anforderungen an die Arbeit von Frauen übersehen und ihre Tätigkeit deshalb geringer schätzt.
Diese Annahmen sind gegossen in alte Tarifverträge oder andere Entgeltregelungen. Und wenn heute über Tarifverträge verhandelt wird, dann werden Gehälter verhandelt, aber selten Tätigkeitsbeschreibungen. Ich bin der Meinung, es ist Zeit, auch darüber zu reden, zumindest in diesem wissenschaftlichen Rahmen. Es ist Zeit, die Tätigkeitsbeschreibungen zu aktualisieren. Gleiche und gleichwertige Arbeit muss endlich gleich bezahlt werden. Ich bin optimistisch, dass die neue EU-Richtlinie zur Lohntransparenz hier für neue Anreize sorgen wird. Parallel dazu lassen wir bereits jetzt das geltende Entgelttransparenzgesetz überprüfen. Das ermöglicht, dass ArbeitnehmerInnen Auskunft beim Arbeitgeber bekommen können über die Entgeltsituation im Unternehmen, aber eben derzeit nicht bei allen Arbeitgebern. Und deswegen bin ich der Meinung, mehr ArbeitnehmerInnen sollten eine Auskunft beim Arbeitgeber einholen können. Derzeit ist es auch so, es gibt Unternehmen, die müssen jetzt schon berichten, aber es gibt eben viele Unternehmen, die müssen das noch nicht. Deswegen möchte ich, dass mehr Unternehmen außerdem über Gleichstellung und Entgeltgleichheit berichten sollen in entsprechenden Berichten. Und es soll leichter für ArbeitnehmerInnen werden, ihren Anspruch auch rechtlich durchzusetzen. Derzeit ist es so, dass jede Arbeitnehmerin selber klagen muss, ohne irgendwelche Unterstützung. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir eine Prozessstandschaft schaffen wollen, um das dann eben zu erleichtern. Die Kernpunkte des neuen Entgelttransparenzgesetzes wollen wir bis Ende des Jahres vorlegen. Die Evaluation, wie gesagt, die läuft derzeit, soll bis Mitte des Jahres fertig sein. Es geht darum, gleiche und gleichwertige Arbeit gleich zu entlohnen. Oder ist es vielleicht doch gerecht, wenn ein Außendienstmitarbeiter 1.000 Euro brutto mehr verdient als seine Kollegin, weil er seinen Vertrag eben besser ausgehandelt hat? Das Bundesarbeitsgericht hat dazu jüngst geurteilt und hat gesagt, nein, das ist nicht gerecht. Es ist auch nicht rechtens. Besseres Verhandlungsgeschick darf keine Begründung für ein besseres Gehalt bei gleicher und gleichwertiger Arbeit sein. Eine Folge des existierenden Entgelttransparenzgesetzes. Wenn der Kollege mehr Geld ausgehandelt hat, so eben das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, muss der Arbeitgeber dieses Gehalt auch seiner Mitarbeiterin zahlen. Er gab der Klägerin recht. Sie bekam Schadensersatz. Das ist ein wirklich bemerkenswertes Urteil. Und ich bin zuversichtlich, dass es dem Thema Entgelttransparenz einen weiteren Schub verleihen wird. Teilzeitarbeit, veraltete Entgeltstrukturen und aktuelle Lohndiskriminierung, das sind drei Ursachen für den Gender Pay Gap. Eine weitere: Frauen arbeiten seltener in gut bezahlten Branchen und Berufen. Kommt ein bisschen aus der Tradition. Sogenannte Frauenberufe sind weitaus schlechter bezahlt als Männerberufe. Denken Sie nochmal an die Pflegerin. Das ist aus meiner Sicht mehr als ärgerlich. Liebe Frau Heckel, Sie riefen die Frauen in der Emma auf. Macht euch klar, wie wichtig eure Arbeit für die Gesellschaft ist und fordert gute und gerechte Löhne, am besten kollektiv. Und das stimmt. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass 75% der Beschäftigten in systemrelevanten Berufen Frauen sind. Die entsprechende Konsequenz bei der Bezahlung haben wir noch nicht. Zugleich ärgert mich, dass wir im Jahr 2023 noch immer von typischen Frauen und von typischen Männerberufen sprechen. Ich finde, es ist höchste Zeit, Stereotype in der Studien- und Berufswahl aufzubrechen. Frauen und Männer sollten ihren Beruf aus dem vollen Berufsspektrum auswählen können, und zwar frei von Rollenbildern. Hier müssen wir früh ansetzen, bei den Jungen und Mädchen, in der Kita, in der Grundschule, in weiterführenden Schulen. Wir tun das ein Stück weit mit dem Girls and Boys Day, den es seit 20 Jahren gibt, oder mit der Initiative Klischeefrei zur Berufs- und Studienwahl. So, bisher ist aber die große Breitenwirkung ausgeblieben. So, von daher glaube ich, es ist wichtig, dass wir heute auch noch mal neu darüber reden, wie wir das tatsächlich hinbekommen. Wir haben ja teilweise auch Retraditionalisierung und also wenn es eben mit in der Kita mit hellblau und rosa anfängt. So, dann sehen wir, dass wir nicht nur nach vorne, sondern teilweise auch Rückschritte machen in dem Zusammenhang. Und das sehen wir auch an dem neuen G7-Dashboard. Sie ja wissen, wir haben im letzten Jahr als Deutschland die G7-Präsidentschaft gehabt und haben tatsächlich, das haben nicht alle mitbekommen, ein neues Dashboard implementiert in der G7-Runde für Gleichstellung, wo wir tatsächlich es gemeinsam messen, die entsprechenden Fortschritte und Situationen zum Thema Gleichstellung. Und dort gibt es auch einen Indikator in dem Dashboard zum Thema Absolventen von MINT-Studiengängen. Und da ist es so, dass er in Deutschland geringer ist
als im G7-Vergleich und auch im gesamten OECD-Vergleich. So. Ist also nicht nur so, dass das eben so ist, sondern wir sind in Deutschland auch signifikant schlechter als in entsprechenden vergleichbaren Ländern. Er hat gegenüber 2018 sogar abgenommen, der Frauenanteil. So. Also es geht nicht vorwärts, sondern es geht zurück. Gerade im Hinblick auf den digitalen Wandel ist das keine gute Entwicklung. Stereotype und tradierte Rollenbilder bis hin zu Sexismus kosten vor allem die Frauen Chancen in diesen entsprechenden Berufen. Deshalb sind auch die Unternehmen gefordert, ein Umfeld zu schaffen, das ihre Mitarbeiterinnen jenseits von Geschlechterrollen auch fördert, damit Frauen sich im Job weiterentwickeln können und damit sie auch selbstverständlich den Aufstieg schaffen. Denn Frauen sollten auf den Führungsebenen der Unternehmen genauso mitbestimmen können wie Männer. Dann verdienen sie auch im Durchschnitt besser und eigentlich spricht doch auch gar nichts dagegen. Sind ja hervorragend ausgebildet, so steigen sie in den Beruf ein. Aber ganz oben kommen sie eben nur selten an. Auch das wissen wir, muss sich ändern. Auch da sind Schritte gegangen worden. Da geht es auch tatsächlich momentan auch mehr voran, aber es ist immer noch sehr, sehr langsam. In Deutschland gelten inzwischen die Quote für die Aufsichtsräte und das Mindestbeteiligungsgebot für Vorstände, insbesondere der börsennotierten. Und wir sehen, dass die Führungspositionen Gesetze 1 und 2, da wo sie gelten, auch tatsächlich Wirkung entfalten. In den Aufsichtsräten der börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen ist der Frauenanteil von vormals 21% auf fast 37% inzwischen gestiegen. Und in den Vorständen von 5% auf 17%. Klar ist, insbesondere bei den Vorständen besteht noch großer Aufholbedarf. Vor allen Dingen ist aber auch klar, dass auch hier es gut wäre, wenn dieses Gesetz mehr Unternehmen umfassen würde. Insbesondere in dem großen Land der Familienunternehmen, das wir sind in Deutschland. Das Mindestbeteiligungsgebot gilt in Deutschland erst seit 2021 bei den Vorständen. So. Ich hoffe sehr, dass frauenfreie Vorstände, zumindest im Geltungsbereich des Gesetzes, bald der Vergangenheit angehören und dass es mehr Frauen an der Spitze geben wird, die Vorbild sind, die gläserne Decke einreißen, die Frauen fördern und die so auch eine neue Unternehmenskultur prägen. So sorgen wir langfristig für mehr Frauen in Führungsetagen. Ebenso bekannt ist, Frauen gründen deutlich seltener Unternehmen als Männer. Aber auch da ist die Frage, woran liegt das? Das liegt nicht daran, dass sie automatisch weniger interessiert sind. Es gibt verschiedene Hinweise, woran es liegt. Zum Beispiel ist ein Thema, dass Frauen schwerer an Kreditfinanzierung kommen. Und gerade bei Risikokapital dominieren oft männliche Strukturen. Nicht nur, aber auch bei so Auswüchsen wie Wirecard beispielsweise. Ich hatte das Vergnügen, im Wirecard-Untersuchungsausschuss mitzusitzen. Da gab es auch die eine oder andere Geschichte, die sich wirklich nur erklärt daraus, dass eben keine Frauen dabei waren oder fast keine. Mit der Start-up-Strategie der Bundesregierung werden wir nun Unternehmensgründungen durch Frauen gezielt fördern. Beispielsweise durch eigene Fonds und auch durch den erleichterten Zugang zu Wagniskapital. Und es wurde schon erwähnt, ich habe auch einen gemeinsamen Artikel mit Robert Habeck gemacht. Ich kann Ihnen sagen, dass tatsächlich im Wirtschaftsministerium jetzt sehr konsequent an diesen Fragen gearbeitet wird, dass tatsächlich geschaut wird bei entsprechenden Wirtschaftsförderprogrammen, wie können wir das anders machen, bei der Vergabe, dass man schaut, dass die Kommissionen paritätisch besetzt werden, um eben tatsächlich da einen anderen Blick mit hineinzunehmen. Ich komme zum Schluss. Ich habe über alte Entgeltstrukturen, über aktuelle Lohndiskriminierung gesprochen, über Ursachen wie Teilzeitarbeit, Stereotype, über gläserne Decken. Diese und viele weitere Gründe erklären, warum es eklatante Lohnlücken zwischen Männern und Frauen gibt. Es zeigt deutlich, die Lohnlücke hat strukturelle Ursachen. Der Arbeitnehmerinnenmarkt wird sie nicht von alleine schließen. Aber das kann man ja ändern. Auf jeden Fall ist sicher, der Fachkräftemangel birgt erstmal riesiges Potenzial, vielleicht auch, um diese Strukturen zu ändern. Doch wenn wir die Lohnlücke schließen wollen, dann müssen wir uns ehrlich machen, eben wir müssen an diese benachteiligten Strukturen ran. Dann können wir wenn wir die ökonomische Gleichstellung vorantreiben, dann können wir das gemeinsam schaffen, die Politik im Schulterschluss mit Wirtschaft und Gesellschaft. Und die Wissenschaft spielt dabei natürlich auch immer eine ganz zentrale Rolle. Die Frauen im Schulterschluss mit den Männern, daran haben wir alle viel zu gewinnen. Gleichstellung hat das Potenzial, sich zum Wirtschaftsmotor zu entwickeln. Und das ist eine gute Sache.
höchste Zeit, dass sie auf Hochtouren kommt. Ich freue mich auf die Diskussion. Dann lege ich mal los. Ja, vielen Dank, Frau Paus, für diese spannende und sehr breit ausgefächerten Ausführungen, auch die interessanten Zahlen. Also ein Viertel der Mütter, das ist ja eine relativ hohe Zahl der Mütter mit kleinen Kindern, die nicht berufstätig sind, wollen arbeiten. Und interessant fand ich auch, 850.000, also könnten quasi dem Arbeitsmarkt zugeführt werden. Und ich finde auch ganz interessant, also viele Punkte, die Sie aufgemacht haben, was sich ändern müsste. Und da kommen wir auch später drauf zu. Ich würde nur jetzt gerne der Frau, die quasi die Ideengeberin ist dieser Runde, nochmal das Wort geben. Und zwar Frau Heckel, wurde ja auch schon erwähnt, der Emma-Artikel, traut euch mehr zu. Und ich muss sagen, mich hat Ihre These erstmal ein bisschen überrascht, weil die Diskussionen, mit denen ich jetzt in den letzten Jahren zu tun habe, gingen eigentlich eher ein bisschen in eine andere Richtung. Also, dass die Frauen erschöpft sind, die Mütter erschöpft sind, dass sie eigentlich weniger arbeiten wollen, dass sie in der Arbeitswelt, dass sie irgendwie das Gefühl haben, Vereinbarkeit und Familie funktioniert nicht. Es gibt eine unzuverlässige Betreuungssituation. Jede fünfte Frau hat in der Pandemie ihre Arbeitszeit reduziert. Und viele Frauen, merkt man auch so in Gesprächen und Lesungen in meinem Buch, sind eigentlich genervt davon, wenn sie so als stille Reserve angesehen werden. Erklären Sie uns doch mal, wieso Sie glauben, dass diese Herangehensweise eher falsch ist und warum man das auch alles ganz anders sehen kann. Vielen Dank auch für die Einladung. Also ich glaube, dass alles stimmt, was Sie sagen von dem Ausgebranntsein und dem Erschöpftsein, vor allem in Corona. Ich komme über die Demografie zu dem Thema, also die demografische Situation in Deutschland. Und die ist in der Tat einzigartig in Europa, möglicherweise sogar weltweit, aus einer Reihe von Gründen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir bis 2035 rund 7 Millionen Arbeitskräfte verlieren werden. Und wenn man das jetzt ein bisschen anders übersetzt, da wird es noch plastischer. Wir haben momentan, wenn wir jetzt sozusagen den 65. Geburtstag als Ausstieg aus dem Arbeitsleben nehmen und den 18. als Einstieg, ist mir schon klar, die meisten fangen später an wie 18. Viele gehen früher raus wie 65, aber wenn wir es einfach das als sozusagen Ankerpunkte nehmen, dann haben wir momentan eine Situation, wo jeden einzelnen Tag 2.800 Männer und Frauen mit 65 den Arbeitsmarkt verlassen, 2.100 Männer und Frauen 18 werden und reinkommen. Wir haben also heute schon eine Differenz von 700 Menschen jeden Tag, die auf dem Arbeitsmarkt nicht ersetzt werden können, Status quo. Und bis 2031, das ist deswegen so gewählt, weil dann der Jahrgang 1964 65 Jahre alt wird. Und der Jahrgang 1964, das ist derjenige, der am zahlreichsten ist. Niemals zuvor, niemals danach wurden so viele Kinder in Deutschland geboren wie 1964, also der Höhepunkt des Babybooms. Bis dahin verschiebt sich dieses Ungleichgewicht auf 3.500 Männer und Frauen, die jeden Tag dann 65 werden und immer noch 2.100, die jeden Tag mit 18 sozusagen reinkommen. Wir sind dann also von 700 auf 1.400 Männer und Frauen, die jeden einzelnen Tag dem Arbeitsmarkt verloren gehen und nicht ersetzt werden können. Jetzt kennen wir die Strategien, wie wir die ersetzen wollen, Immigration, und dann kommen wir eben schon zur stillen Reserve, also die Frauen. Wir kommen dann zur längeren Arbeiten von Älteren. Und wir kommen natürlich zu den ungehobenen Potenzialen, Langzeitarbeitslose, Menschen, die unter ihrer Qualifikation beschäftigt sind und all diese Dinge. Und wenn Sie es von diesem demografischen Ansatz her nehmen
Und das ist eben eine Strecke, die geht bis 2035 mindestens. Also mindestens das nächste Jahrzehnt werden wir jeden einzelnen Tag vor dieser Situation stehen. Dann haben sie eben in dieser Gruppe der Frauen ein enormes Potenzial. Und ich übersetze es jetzt so, enormes Potenzial bei gleichzeitig massiver Nachfrage bedeutet mehr Macht. Bedeutet mehr Macht, das zu bekommen, was man will. Weil diese Frustrationen, die da sind und die Sie ja schon erwähnt haben, die hängen ja damit zusammen, dass Frauen ihre Arbeitsverhältnisse nicht so handhaben können, wie sie es gerne möchten. Wenn sie aber mehr Macht bekommen dadurch, dass die Arbeitsplätze, die sie ausfüllen, nicht mehr gefüllt werden können, dann können sie eben auch die Arbeitssituation verändern. Und das wäre mein Petitum, dass wir Frauen helfen müssen, die Arbeitsverhältnisse zu verändern, und zwar in ihrem Sinne. Wenn wir jetzt anfangen, sozusagen unten im Niedriglohnsegment, dann haben wir da eben viel Frauenbeschäftigung, gerade in Niedriglohnbranchen, die eben nicht durch Computer, Digitalisierung, künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Der gesamte Pflegebereich, viel im Gesundheitsbereich, viel im Bildungsbereich. Und da hier Frauen einfach, also da wäre einfach die Forderung, und ich glaube, dass man das eben auch Frauen im Niedriglohnbereich einfach sagen und bewusst machen muss, dass sie jetzt plötzlich die Chance haben, entweder indem sie den Arbeitgeber wechseln, oder aber noch besser natürlich, indem sie kollektiv aktiv werden, diese Forderungen zu stellen. Mehr Lohn, bessere Arbeitsverhältnisse und natürlich mehr Autonomie auf der Arbeit, logischerweise. Das klingt noch ein bisschen weit weg, aber ich glaube, wir können Ihnen dabei helfen. Und wir hören auch schon von Frauen, die sich trauen und jetzt eben die Situation im Fachkräftemangel und überhaupt im Arbeitermangel, reden wir jetzt schon, zu Wechsel benutzen, dass die eben ihre Löhne teilweise 20, 30, 40, 50% hochkriegen. Also viel mehr, wie jemals durch kollektive Aktionen eigentlich von einem Jahr aufs nächste machbar ist. Und das finde ich noch viel besser, noch viel ermutigender, auch die Arbeitsverhältnisse so ändern können, wie Sie das wollen. Dass Sie halt sagen, ich kann nur an 3 Tagen arbeiten, ich kann nur arbeiten zwischen morgens 7 und 1 Uhr oder nachmittags von 16 Uhr bis 23 Uhr oder was auch immer. Und der Arbeitgeber einfach aus dieser Not, Mitarbeitende zu finden, sagt, okay, machen wir, bitte komm zu mir. Und das auszunutzen, weil das ist so eine ganz andere Situation wie dieser, was wir im Kopf haben, ist eben die Situation Massenarbeitslosigkeit, Krisen, alles Mögliche. Wir haben aus meiner Sicht das noch nicht realisiert, was Arbeitermangel oder Fachkräftemangel bedeutet. Und deswegen sind wir noch nicht in der Lage, das auszunutzen und zu sagen, ich wechsle den Job, ich gehe woanders hin. Und der nächste Schritt, der dann kommen muss, gerade bei Niedriglöhnen, ist natürlich die Qualifikation dieser Frauen. Und auch das ist eben jetzt zu diesem Zeitpunkt des demografischen Wandels erreichbarer als jemals zuvor. Eine Bekannte von mir hat eine Putzhilfe aus Kroatien nach der Familienphase Mitte 40. Und die Dame hat jetzt eben im Kindergarten angefangen, Erzieherin, das wird sie wahrscheinlich zumindest nicht in einem ersten Schritt schaffen, aber so eine Art Mitarbeiterin im Kindergarten, also praktisch so etwas niedrigschwelliger Einstieg. Fängt sie demnächst an, ist auf jeden Fall schon mal besser bezahlt als das Putzen. Und wenn wir der jetzt noch ermöglichen, dass sie im Laufe der Zeit vielleicht dann doch ranschafft an die Erzieherin, warum soll die nicht in 8 Jahren, vielleicht schon in 6 Jahren, dann auch Erzieherin sein können, wenn wir die Ausbildung, die Weiterbildung modularisieren? Und dann haben wir natürlich eine vollkommen neue Situation. Wir haben aus einer Kroatin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt, die Putzfrau war, eine Erzieherin gemacht, die vielleicht mit 50 Erzieherin ist und dann noch 17 Jahre in einem Fachberuf, hoffentlich dann auch besser bezahlt, als er jetzt ist, gut arbeiten kann. Das wäre sozusagen die Projektion. Möglich macht es aus meiner Sicht eben dieser demografische Wandel, der sich nicht ändern wird und der, selbst wenn wir das schaffen sollten mit den 400.000 Migranten und Migrantinnen, die Deutschland anziehen soll, ich bin da sehr skeptisch, aber selbst wenn wir es schaffen sollen, wird es an der Situation nichts ändern.
Aber es gibt uns jetzt eben diese Chance, auf diesem Weg deutlich voranzukommen im Sinne von Frauen. Mhm. Ja, also mir leuchtet das auf so einer individuellen Ebene total ein, dass man auch sagt, okay, ich gucke, wenn mir meine Stelle in der Kita oder im Gesundheitssektor nicht passt, dann gehe ich woanders hin, wo ich vielleicht bessere Arbeitszeiten habe, auch besser bezahlt werde. Aber das ist natürlich gesamtgesellschaftlich total problematisch, wie wir jetzt gerade sehen, weil uns, also wir haben ja nicht mehr einen Personalnotstand, sondern wirklich eine Personalnot im Krankenhaus- und Pflegebereich. Und mich würde noch mal interessieren, ob Sie, also wie denn genau diese Bereiche, in denen überwiegend Frauen arbeiten, wie denn diese Aufwertung passieren soll. Passiert das passiert ja nicht automatisch. Doch, momentan passiert es weitgehend automatisch, und zwar Angebot und Nachfrage. Mhm. Also diese massive Nachfrage bei so knappem Angebot hat in den letzten Monaten für deutliche Gehaltssprünge gesorgt. Floristen +17%, Altenpflege deutlich höher, viel höher als bei den Industriemechanikern. Also wir sehen das schon, dass der Markt hier funktioniert. Und der Markt wird natürlich noch weiter funktionieren, wenn sich es weiter verschärft. Also gerade weil das ja alles Berufe sind, die nicht durch KI, Roboter etc. ersetzt werden können, wie zum Beispiel beim Industriemechaniker, da ist die Gefahr momentan groß, dass der irgendwann von einem Roboter oder einer künstlichen Intelligenz ersetzt wird. Alles, was personenbezogene Dienstleistungen sind, das geht einfach nicht, sodass wir da schon eine massive Aufwertung der Löhne sehen werden. Aber trotzdem, wir müssen natürlich auch das den Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, klar machen, dass sie mehr fordern sollen. Ja? Und es kommt noch, im Hintergrund läuft noch was anderes Demografisches ab, weil Sie Lebensphasen sagten. Ich bin auch ein sehr großer Fan davon, Lebensphasen stärker zu thematisieren, weil durch den demografischen Wandel wir alle und ganz sicher unsere Kinder und Kindeskinder in eine Gesellschaft des 100-jährigen Lebens gehen. 100 Lebensjahre werden hier im 21. Jahrhundert der Standard werden, weil wir jeden Tag 5 Stunden an Lebenserwartung gewinnen, jedes Jahrzehnt 1 bis 2 Lebensjahre hinzukommen. Und wir alle, die wir hier sitzen, ich sehe viele junge Gesichter, wir werden sicherlich in unser 9., manche auch 10. Lebensjahrzehnt gehen. Wenn wir aber ein 100-jähriges Leben als Normallebenszeit bekommen werden, beziehungsweise unsere Kinder und Kindeskinder, dann müssen wir Lebensphasen nochmal vollkommen neu denken. Weil uns dann vollkommen klar ist, dass diese Dreiteilung des Lebens, die wir bzw. unsere Eltern gelebt haben, also irgendwann mal lernen, dann arbeiten und dann ausruhen, was wir Rente nennen fälschlicherweise, oder naja, wäre nochmal ein anderes Thema, aber diese Dreiteilung, die kann nicht so bestehen bleiben, sondern wir werden über das gesamte Leben, 100 Jahre nochmal, eben immer wieder lernen, ausruhen und arbeiten in immer neuen Phasen, sodass diese Rush-Hour des Lebens, unter denen wir alle momentan leiden, entzerrt werden kann und dass man nicht mit 40 alles erreicht haben muss, wenn wir 100 Jahre werden, als Normallebenszeit. Und das im Hintergrund nochmal, verstehen Sie, das gibt dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Schub, sodass ich nur sagen kann, die Demografie ist unser Freund und definitiv ist die Demografie der Freund der Frauen. Der Freund der Frauen, die Demografie, okay, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Im Moment ist es ja schon alles so, dass sich irgendwie zwischen 30 und 50... Ja, aber wie alles gesagt, es muss überhaupt nicht sein. Das muss überhaupt nicht sein. Das ist eine völlig falsche Herangehensweise. Und, aber es ist natürlich ein bisschen biologisch determiniert, ne? Also, aber vielleicht ändert sich da, also zumindest was die Frauen betrifft, vielleicht ändert sich da auch noch einiges. Ich würde gerne Frau Frohlich in die Diskussion nehmen, um noch mal ein paar Daten auch auf die Daten einzugehen. Was diese Lohnlücke ausmacht. Sie haben gerade neue Zahlen vorgelegt. Demnach wird die Lohnlücke besonders groß ab 30. Das ist das statistisch zumindest das Familiengründungsalter, vor allem in Westdeutschland. Also die Lohnlücke ist besonders groß in Westdeutschland. Und die Frauen können dann diese Lücke, die dann entsteht, auch nicht so richtig aufholen. Erklären Sie uns doch noch mal, was da genau passiert.
Ja, danke. Genau, also diese 18%, die man so hört, ausgerechnet vom Statistischen Bundesamt, diese durchschnittliche Lohnlücke, die ist eben nicht für alle gleich. Das ist ja der Durchschnitt über alle Beschäftigten. Wir wissen, sie ist nicht gleich in Ost- und Westdeutschland, aber sie ist besonders nicht gleich für die einzelnen Altersgruppen. Und genau, diese Lohnlücke steigt vor allem dann ab dem Alter von 30 Jahren an. Also für die 20- bis 30-jährigen Beschäftigten ist die Lohnlücke noch nicht sehr hoch. Und übrigens ist das auch die einzige Altersgruppe, wo wir in den letzten 30 Jahren Fortschritte gemacht haben. Also in der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen, da ist der Gender Pay Gap in den letzten 3 Jahrzehnten gesunken. Für die über 30-Jährigen ist er eigentlich nicht gesunken. Und deswegen, ich sehe schon auch, dass der demografische Wandel und der daraus folgende Arbeitskräftemangel eventuell das Potenzial hat, bestimmte Lohnstrukturen zu verändern. Aber wenn man jetzt auf die Vergangenheit schaut, würde ich nicht denken, dass das direkt quasi automatisch aufgrund einer Arbeitsangebot- und Nachfragesituation, die sich ändert, so entsteht. Vor allem auch deswegen nicht, wenn wir nämlich schauen, in welchen Berufen, also wenn ich mir jetzt nochmal, habe ich mir in Vorbereitung auf diesen Abend nochmal angeschaut, die 10 stärksten Mangelberufe. Da sind 5 frauendominierte Berufe mit dabei, also das Sozialwesen, Gesundheitswesen, Bildung und Erziehung sind da ganz groß mit dabei. Aber es sind auch technische Berufe, IT, also Informationstechnik, auch Kfz-Technik, aber auch so ein Beruf wie zum Beispiel Berufskraftfahrt. Ja, also das ist auch einer der Top 10 Mangelberufe. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, wenn man jetzt derzeit auf den Arbeitsmarkt schaut, dass es nur die frauendominierten Berufe sind, wo wir diesen starken Arbeitskräftemangel sehen. Und dann habe ich mir auch nochmal angeschaut für bestimmte Branchen die Lohnentwicklung der letzten 10 Jahre. Also nicht zugegeben jetzt nicht die neuen Abschlüsse, die wir gerade gesehen haben, sondern so eine Entwicklung 2010 bis 2021. Und da waren gerade diese Branchen Bildung, Erziehung, Gesundheitswesen, die hatten ein durchschnittliches Lohnwachstum, kein Überdurchschnitt. Hingegen Kfz-Technik hat ein überdurchschnittliches Wachstum. Also wenn ich mir das so anschaue, bin ich skeptisch. Ich glaube, es ist ein Potenzial da, aber ich glaube, was wir auf gar keinen Fall tun sollten, aber das höre ich auch gar nicht, wenn ich der Ministerin zuhöre, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ah prima, jetzt kommt die Demografie, jetzt wird sich das alles schön lösen. Das wird nicht passieren, weil jetzt mache ich die Klammer wieder zu der Frage, warum, was passiert mit 30? Da kommen wir jetzt zu den strukturellen Faktoren, zu den Strukturen. Wir sehen eben, wenn wir uns das so deskriptiv anschauen, Lohnentwicklung entlang des Lebenszyklus, der Lohn, der wächst für alle Gruppen zwischen 20 und 30 Jahren und bei Frauen hört er dann mit 30 Jahren auf zu wachsen, der durchschnittliche Bruttostundenlohn. Und für Männer setzt sich aber das Lohnwachstum, das die ja zwischen 20 und 30 Jahren haben, dann einfach nochmal mindestens 10 Jahre, eher so 15 Jahre fort. Und dieses ganze Lohnwachstum zwischen 30 und Mitte 40, was die Männer erfahren, das nehmen die Frauen nicht mit. Und warum nehmen Sie es nicht mit? Weil Sie viele Erwerbsunterbrechungen haben, weil Sie nach den Erwerbsunterbrechungen sehr häufig in Teilzeit arbeiten. Und das wurde ja schon ausgeführt, in Teilzeitjobs macht man weniger Weiterbildung, in Teilzeitjobs macht man häufig eben keine Karriere. Und das ist dann nicht mehr umkehrbar. Also in dieser Phase werden derzeit noch diese Weichen so gestellt für die Löhne und auch für die Erwerbskarrieren. Die Ursache liegt natürlich unter anderem in der ungleichen Aufteilung der unbezahlten Sorgearbeit. Und solange sich da nicht strukturell was ändert, würde ich auch nicht denken, dass jetzt sozusagen der Gender Pay Gap schon gar nicht in Gänze, das hat ja auch niemand behauptet, sich quasi von selber löst, nur weil wir in bestimmten Berufen einen Arbeitskräftemangel haben. Ja, also das ist wirklich auch deprimierend, wie wenig sich da in diesem bei der Aufteilung der Sorgearbeit sich geändert hat. Frau Menne, Sie sind quasi Pionierin, Sie haben diese gläserne Decke durchbrochen. Wenn Sie das jetzt hören, was sagen Sie dazu? Glauben Sie, dass der Fachkräftemangel, dass das eine Chance auch ist, Frauen, also dass es vielleicht auch ein bisschen schneller geht, dass Frauen nicht nur gut verhandeln, sondern dann auch in die Spitze steigen? Was sind Ihre Gedanken dazu? Ja, ich glaube, wir diskutieren es ein bisschen falsch, weil wir diskutieren viel zu wenig die Kultur.
Also zum einen, wir haben es ja auch schon angesprochen, ist das Thema Gender Pay Gap in Westdeutschland, alt ist Westdeutschland, viel größer als in Ostdeutschland. Das heißt, da haben wir schon mal eine andere Denke. Die ist noch da, aber abgesenkt. Ist dreimal so hoch im Übrigen, Entschuldigung. Das heißt, auch das Thema Teilzeit, also das bedingt sich natürlich. Das heißt, eine andere Kultur macht da schon ganz viel aus. Wenn wir uns Schweden angucken, das macht da auch ganz viel aus. Das heißt, wir müssen weg von diesem Rollendenken. Und natürlich gibt es eine Chance für Pflegekräfte, bessere Gehälter auszuhandeln und dann auch andere Teilzeitmodelle. Aber nichtsdestotrotz sind sie dann noch in Teilzeit. Und das andere ist, oft genug wurden tatsächlich Frauenberufe, die dann hochqualifiziert wurden. Der erste waren die sogenannten Computer. Das waren nämlich Frauen, die einfach nur Berechnungen angestellt hatten, wie blöd. Als es dann plötzlich ein hochqualifizierter Job war, war er hauptsächlich männlich dominiert. Also da würde ich auch nicht sagen, das bleibt dann so. Ja? Also wir müssen einfach sagen, Parität, egal welcher Job, Pfleger, Pflegerin, Mekotroniker, Mekotronikerin, das ist das so. Und das heißt, wir müssen dann aber auch an der Erwartungshaltung von Frauen arbeiten. Interessanterweise ist es zum einen so, ich kann ihn wirklich empfehlen, obwohl ich mitspiele, ist auch ein Film über Gender Pay Gap in Dreisat von der Eva Schmidt. Und da habe ich viel gelernt. Und eins war, Abiturientinnen haben 15% weniger Gehaltserwartung als ihre männlichen Kollegen. Schon da, ja? Das heißt, junge Frauen mit 18, 19 erwarten schon, dass sie um die 3.000 verdienen, junge Männer erwarten um die 3.700. Und sie sind damit dann auch zufriedener und erwarten auch, ja, ich werde ja sowieso dann Mutter und werde dann sowieso ja meine Rolle ausüben. Und es ist in Deutschland, in Westdeutschland immer noch so dramatisch, dass das auch wirklich als Selbstverständlichkeit gesehen wird, wo ich sagen würde, wir müssen weg von diesem Rollendenken. Das ist ein antiquiertes Rollendenken und wir können es uns im Zweifelsfall auch gar nicht leisten. Schweden hat in den 70ern aus denselben Gründen, weil sie massiven Fachkräftemangel hatten, alle Systeme umgestellt, hat das Rentensystem umgestellt, hat das Ehegattensplitting abgeschafft. Ja, 1974. Ne? Hatte eine andere Betreuung. Und jetzt ist es, und das finde ich wiederum schön an dem Modell, so, dass gearbeitet wird von, ich weiß nicht was, 8 bis 16 Uhr. Um 16 Uhr geht aber auch der Top-Manager nach Hause. Weil ab dann ist Familienzeit. Da ist nicht das, was in deutschen Konzernen gilt. Und ich weiß, wovon ich rede. Wer als Letzte das Licht ausmacht, ist die Beste. Ja? Und da wird dann geguckt. Da hat Corona ein bisschen geholfen, aber nichtsdestotrotz. Das heißt, Anwesenheitszeit ist nicht Qualität. Und dieses andere denken, um dann zu denken, Frauen sollen und müssen bitte stolz drauf sein, dass sie arbeiten wollen und unabhängig sind und ihre eigene Rente verdienen. Und das ist ein Kulturwechsel. Und da können wir einiges an Gesetzen tun. Da müssen wir aber auch ganz viel an der Kultur arbeiten und wirklich diese Beispiele bringen, die zum Beispiel die Frauen in Ostdeutschland uns bilden oder auch woanders. Auch in den USA, trotz schlechter Betreuung, haben wir viel mehr Frauen in Führungskräften und weniger Gender Pay Gap. Und da brauchen wir andere Rollenmodelle. Und ein wichtiger Punkt vielleicht auch noch, auch das ist, glaube ich, in der deutschen Kultur noch stark drin. Und da, Gott sei Dank, gab es jetzt das eine tolle Gerichtsurteil. Aber viele Gerichtsurteile sind so, dass Frauen sich kaum trauen, vor Gericht zu gehen, weil das eine Vorführung ist. Mhm. Ja? Wenn ich mich selber alleine, individuell traue, bei der Lufthansa zu sagen, ich verdiene aber schlechter als mein Kollege, dann werde ich erstmal an Pranger gestellt. Und das macht keine Frau. Und auch das ist ein Thema, was in den USA natürlich jetzt schon wieder ein ganz anderes Standing hat. Die tollen Fußballerinnen in den USA, die einfach gesagt haben, wir wollen dasselbe. So, und auch das ist ein Selbstverständnis von Frauen. Deswegen war Ihr Zitat auch völlig richtig. Frauen müssen sich mehr zutrauen und wir brauchen da einen Kulturwandel. Und das ist ein grundsätzlicheres Thema, deswegen leider aber auch ein bisschen schwieriger. Aber warum ist das, also gebe ich mal die Frage an Sie alle, weil die mich sehr beschäftigt. Sie wissen ja, ich komme aus dem Osten, habe eine andere Kultur und so weiter erlebt und ich sehe, dass diese Erfahrung der ostdeutschen Frauen oft weggedrückt wird, im feministischen Diskurs gar keine Rolle spielt, gerade auch viele jüngere Frauen interessieren sich überhaupt nicht dafür. Ich frage mich, warum ist bei vielen westdeutschen Frauen dieses Frauenbild, dieses traditionelle Frauenbild, also Mutti ist die Beste, die Kinder sind nur bei
bei der Mutter zu Hause sicher. Warum ist das so dominant? Haben Sie da Erklärung für? Ich lege mal vor, aber die anderen wissen, glaube ich, mehr als ich. Aber was ich nun stark sehe, ist, wie sehr uns Medien beeinflussen. Ja? Und wie viele Rollenbilder gibt es in Medien, die dann was ausdrücken und die immer noch heutzutage, ob in Kino oder in Werbefilmen oder auch in Kinderfilmen, noch immer sehr deutliche Rollenmuster abspielen. Und also es ist, glaube ich, immer noch so, dass in Comicfilmen vier männliche Figuren auf eine weibliche kommen. Ja? Und da bestimmte Rollen auch ausgeübt werden. Und wir wenig wirklich ja, Parität in diesen, in den Medien sehen. Mhm. Aber meine, das wäre meine These. Ja, also man muss es sagen, wie, also Deutschland, speziell Westdeutschland, aber es trifft auf den ganzen auch restlichen deutschen Sprachraum zu, Österreich und die Ostschweiz, das ist einfach ein sehr konservatives Land, ein sehr konservativer Kulturkreis, das ist so. Und es stimmt in Ostdeutschland was anders, haben wir ja kurz schon angesprochen, der Gender Pay Gap, übrigens auch der Gender Care Gap ist geringer in Ostdeutschland. Aber was wir sehen, wir haben anlässlich 30 Jahre Wiedervereinigung verschiedenste Berichte gemacht, aber einen auch zur Müttererwerbstätigkeit in Ost und West und nicht nur die tatsächlich beobachtbare Müttererwerbstätigkeit, sondern auch die Einstellungen und die Normen dazu. Und das Interessante war, die Einstellung zur Müttererwerbstätigkeit generell ist gestiegen in Westdeutschland, nähert sich der sozialen Akzeptanz diesen Werten in Ostdeutschland an, aber nur in Teilzeit. Bei Vollzeit fragt man explizit nach der Zustimmung zur Vollzeiterwerbstätigkeit von Müttern mit kleinen Kindern, da hört der Spaß auf. In Westdeutschland sowieso und interessanterweise auch in Ostdeutschland ist die Zustimmung zur Vollzeiterwerbstätigkeit für Mütter mit kleinen Kindern nur in den älteren Kohorten groß und die nimmt ist auch gesunken. Ja, die ist gesunken für jüngere Kohorten. Das heißt, da gibt es auch eine gewisse Angleichung von Ostdeutschland an Westdeutschland, also diese Idee, dass Mütter mit kleinen Kindern Vollzeit erwerbstätig sein können, dass das sozial akzeptiert ist, das ist einfach in Deutschland so nicht gesehen. Und das hat bestimmt sehr, sehr viele Ursachen, aber ich stimme auch zu, da muss man ran. Und natürlich sind das ganz, ganz tief verwurzelte und eben dadurch sehr strukturelle, tiefe Normen und Einstellungen, aber die Politik kann da schon was tun. Und ein Beispiel, deswegen bringe ich das auch sehr häufig, sind eben diese sogenannten Partnermonate beim Elterngeld. Das haben wir jetzt seit 16 Jahren. Gibt es eben 2 von 14 Monaten, die der jeweils jeder Elternteil nehmen muss, sonst verfallen die. Und die haben dazu geführt, dass der Anteil der Väter, die überhaupt Elternzeit nehmen, von weniger als 3 auf über 40% gestiegen ist. Aber, denkt man erstmal super, da kann die Politik was bewirken, aber natürlich die allermeisten nehmen genau nur diese 2 Monate. Also ich finde, diese Geschichte zeigt schon, dass die Politik was verändern kann, aber sie muss auch mutiger vorangehen. Und dieses jetzt mittlerweile 16 Jahre alte Instrument, das damals ja vielleicht sogar eben für deutsche Verhältnisse revolutionär war. Es war ja übrigens aus den nordischen Ländern abgeguckt. Das war damals auch bestimmt schwierig durchzusetzen. Aber jetzt sind wir 16 Jahre weiter. Jetzt könnte da der nächste Schritt kommen und das ausbauen. Ja, es wurde ja damals auch von der Wirtschaft sehr stark gefordert, auch also Aufschwung nach der Agenda 2010 waren auch Frauen gebraucht, deshalb kam dann dieses Modell Elternzeit, Vätermonate, aber es war auch erklärtes Ziel, dass diese Geschlechterstereotypen und aufgebrochen werden sollen und Männer halt mehr in die Sorgearbeit eingebunden werden sollen. Das ist misslungen, Frau Paus, oder? Nein, das ist nicht vollständig misslungen. Da gibt es auch kleine Fortschritte, aber der Riesenwumms war das jetzt nicht. Und deswegen wird ja auch durchaus diskutiert, inwieweit man, also derzeit ist es ja auch so, diese 2 zusätzlichen Monate, die in der Tat nur der andere Partner nehmen kann, die kann man ja aber trotzdem zusammentun. So, da gibt es ja immer diese wunderbare Geschichte, dass dann man zusammen in Urlaub fährt. Ja. So, ne, Urlaub ist auch eine wichtige Situation zur Stabilisierung der Partnerschaft, aber ist natürlich jetzt mit der Aufteilung der Sorgearbeit jetzt nicht automatisch sozusagen das, wo man das dann lernt, ja, wie das dann entsprechend geht. So,
Ansonsten ist das so, das ist in Deutschland eine Schnecke. Die Erfolge, die wir da haben, sind tatsächlich gekommen mit zusätzlichem staatlichem Angebot, ganz entlang sozusagen, wie Schweden es gemacht hat. Durch die Einführung des Elterngeldes hat sich da was bewegt. War es dann tatsächlich so, dass, obwohl damals sogar die Kita-Infrastruktur noch nicht so intensiv ausgebaut war, es trotzdem so war, dass Frauen dann schneller wieder zurückgekehrt sind in den Beruf, wenn dann auch nur in Teilzeit, aber schneller zurückgekehrt sind. So, und auch der Ausbau der Kita-Infrastruktur hat natürlich in Westdeutschland einiges bewegt. Ich selber lebe jetzt seit 1988 in Berlin, aber ich komme ja auch aus Westdeutschland, von der deutsch-holländischen Grenze, vom Dorf. So, und da saß natürlich im Gemeinderat saßen praktisch nur Männer. Und deswegen war es natürlich, als ich gegangen bin, gab es zwei Kitas. So, und dann auch 20 Jahre später, 25 Jahre später gab es zwei Kitas. Und die Herren im Rat haben natürlich gesagt, hier gibt es keinen Bedarf. Und jetzt müssen wir das und jetzt gibt es das Recht auf den Kita-Platz und jetzt müssen wir was ausbauen. Und aber wer soll das wollen? Ja, so. Inzwischen haben die ausgebaut und siehe da, alle Plätze waren nachgefragt und sind auch besetzt worden. Aber natürlich gibt es jetzt dann nach wie vor keine Kita-Infrastruktur, die eine Vollzeitstelle unterstützen würde, sondern es sind halt jetzt die klassischen von morgens. Oder auch nur eine hohe Teilzeit. Also wenn wir in Bayern sind, da stehen die Kinder um 10 nach 11 auf der Straße. Ne? Also das ist für jemanden, der in Berlin lebt, wirklich ein Kulturschock. Genau, so. Genau, also von daher, das hilft schon. Ne? Trotzdem ist es so, dass mit staatlichen Anreizen kann man was machen. Aber wir erleben aber jetzt auch gleichzeitig, dass umgekehrt es auch wiederum eine Entschuldigung ist. Ja, ist ja nicht alles so da. Und, ja. Und man könnte, ich würde ja vielleicht, wenn, aber so. Und deswegen ist diese Kulturkomponente, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und deswegen habe ich schon auch Hoffnung, dass jetzt tatsächlich aufgrund der Fachkräftemangelsituation auch Unternehmen nochmal umdenken. So, weil es ist ja auch jetzt so, dass der Staat da was gemacht hat, Infrastruktur, aber dass sich in Unternehmen nicht wirklich was geändert hat, sondern dass es immer noch ein Thema ist, ja, wenn du zurückkommst, wissen wir jetzt nicht genau, ob du jetzt auf deinem bisherigen Arbeitsplatz und so. Und, ne, das ist aber auch schwierig und die Präsenzpflicht und so weiter und so weiter. So, und da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten an kulturellem Wandel, auch in Unternehmen, an anderen sozusagen Formen. Und ich finde auch die Debatte um die Vier-Tage-Woche hat da durchaus auch ein Potenzial, Dinge tatsächlich auch aus der Wirtschaft heraus Bewegung zu bringen. Wobei, genau, ein Punkt, nur ganz kurz. Aber es müssen auch die Frauen wollen und wir müssen die Frauen dazu bewegen, dass sie wollen. Ja, wir können sie da nicht hintragen. Mhm. Weder die Industrie noch die Politik. Ja, aber die Frauen müssen natürlich zuerst mal auch eine Idee davon bekommen, von den Möglichkeiten, die sie haben. Und meine These wäre schon, dass gerade in den unteren Lohnsegmenten die Frauen gar keine Ahnung davon haben, was alles möglich wäre, wenn sie sich denn bewegen würden. Deswegen müssen wir ihnen ganz konkret dabei helfen, wie bewerbe ich mich, wie komme ich an einen neuen Job, was muss ich dazu machen und ihnen eben auch diesen klitzekleinen Schubs geben, dass sie sich bewegen. Weil wenn sie sich ein einziges Mal bewegt haben und es hat funktioniert und sie bekommen an der neuen Stelle 25% mehr Lohn und wenn es nur 15% sind und die Arbeitsbedingungen sind besser wie an der alten, ist die Hürde, dass sie sich ein weiteres Mal bewegen und nach einem Jahr oder zwei oder drei wieder wechseln, viel, viel niedriger. Und ich meine, eines müssen wir schon klipp und klar sagen, es wurde ja angesprochen, Sie haben es in Ihrer Keynote angesprochen, die Rahmenbedingungen in Deutschland sind so schlecht wie nirgendwo sonst in Europa. Wir haben immer noch dieses unglaublich grässliche Ehegattensplitting. Ja? Ich meine, das ist doch ein Witz im Jahr 2023. Wir haben immer noch Steuerklasse 3 und 5. Das gibt's doch gar nicht. Klar haben wir Steuerklasse 4 mit Faktor, wo es kein Problem mehr ist. Aber fragen Sie mal herum. Wir können ja mal kurz die Hände. Wer hat Steuerklasse 4 mit Faktor? Prima. Wunderbar. Ungefähr vielleicht 5%, würde ich mal sagen. Verstehen Sie, es gibt Steuerklasse 4 mit Faktor. Sie gehen morgen, schreiben Ihr Finanzamt an und Sie haben eine Woche später Steuerklasse 4 mit Faktor und Sie haben sofort mehr Netto vom Brutto. Und Ihr Gatte oder Ihr Partner oder wer auch immer hat weniger Netto vom Brutto. Gleichberechtigung. Ja, ich finde es verblüffend, dass das so wenig bekannt ist. Also, und dass irgendwie, dass man eigentlich diese Abschaffung von 3 und 5 eigentlich nicht unbedingt bräuchte,
oder weil man ja schon jetzt in beide in die vier wechseln könnte. Also eigentlich bräuchte man das nicht, oder? Oder was würde sich dann? Nein, sie müssen es abschaffen. Genau, Sie müssen es abschaffen. Es ist so in die DNA von Westdeutschland eingegraben. Okay. So intensiv. Gut. Ja. Gut, und dann kommen Minijobs. Selbst in meinem persönlichen Umfeld hat jetzt eine gute Freundin hat jetzt geheiratet und hat natürlich gesagt, jetzt irgendwie Steuerklasse 5. Ich sage, weißt du, was? Nee, das gibt was anderes als Lohnklasse 3 und 5? Gibt wirklich was anderes? Kann nicht sein. So, es ist wirklich ganz, ganz tief eingegraben und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass wir das ändern. Und deswegen bin ich da auch so hinterher, dass wir uns da, das, was wir versprochen haben, wir auch tatsächlich umsetzen. Ich würde noch kurz, weil wir bei dem Thema waren, eine Frage an Frau Paus, weil wir ja über die Vätermonate gesprochen haben. Frau Fröhlich hat das auch angesprochen, wie wichtig das ist, um auch die Männer stärker einzubinden. Gibt es dann Pläne bei Ihnen im Ministerium, dass man sagt, okay, wir setzen das mal rauf von 2 Monaten auf 4 Monaten und binden das womöglich auch an eine Pflicht? Also man kriegt die volle Summe nur ausgezahlt, wenn beide Partner mindestens 4 Monate nehmen? Das ist ja oder jetzt so. Sieben, momentan oh ist Gott. Es ja so. Ich wollte gerade sagen, momentan ist es so. Ne? Bei 4 Monaten 2-2. Ne? Man kann ja eben noch mehr nehmen. Man kann bis zu 12 nehmen. So, jeder 4, meine ich. Jeder 4. So. Also die Wahrheit ist, dass ich mich momentan konzentriere auf die 2 Wochen nach der Geburt für den Partner, für die Partnerin, weil ich das wirklich wichtig finde, gemeinsam diesen Start zu machen. Erstens, ne, jede, die diese Situation mal erlebt hat, weiß, wie wichtig das ist. Derzeit wird dann Urlaub genommen, aber ich finde, der Urlaub ist eigentlich nicht dafür da, sondern diese gemeinsame Startzeit für die Familie ist ganz wichtig und die will ich jetzt umsetzen. Darüber hinaus kann man das in der Tat diskutieren. Ich gebe offen zu, derzeit, Sie haben es vielleicht alle mitbekommen, die Haushaltsdebatten, die Haushaltsverhandlungen sozusagen in der Koalition sind nicht einfach. Sie wissen, ich habe auch das Thema Kindergrundsicherung vor, was auch nicht für einen Nulltarif zu haben ist. Und ich muss das schon auch ein bisschen abwägen. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich eine spannende Frage, was hilft jetzt sozusagen in der aktuellen Situation mehr, wie gewichte ich das? Und natürlich könnte ich auch ein Gesetz machen kurzfristig und sagen, wir haben jetzt 14 Monate, derzeit ist es 12-2, ne? Ich mach mal 7-7. So. Das würde allerdings einen dermaßen Aufschrei produzieren, dass ich tatsächlich jetzt erstmal davon abgesehen habe, das zu machen. Ich würde mich über eine entsprechende gesellschaftliche Debatte freuen, ne? Über alle Feuilletons und so weiter, dass es eine Möglichkeit gibt, das tatsächlich zu tun. Aktuell sehe ich die gesellschaftliche Akzeptanz für ein Gesetz, was von heute auf morgen sagt, wir machen 7-7, tatsächlich nicht. Da kann man ja auch ganz viele Argumente bringen. Mir selber fallen auch dann gleich welche ein. Ne? Die wenigsten bekommen ja ihre Kinder so passgenau, dass sie eben alle sozusagen im August geboren werden, damit sie dann im September in die Kita gehen können. Ja? So, sondern bei den meisten ist es ja ein bisschen anders gelagert. So, alleine dadurch gibt es irgendwie schon Schwierigkeiten, wenn sie jetzt sozusagen 7-7 machen und nicht automatisch der Partner das dann auch macht, auch wenn er es könnte, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann haben sie eben all diese Thematiken. So. Und das ist eine muntere Diskussion. So, die finde ich, die kann man erstmal theoretisch führen, bevor wir das entsprechende Gesetz dann so anpassen. Aber da finde ich schon auch, müssen wir an die Frauen selber appellieren. Weil Frau Professor Wohlig hat ja gesagt, bis 30 haben wir eigentlich keinen Pay Gap, weil da alle gleich, oder relativ wenig, weil da alle gleichmäßig sozusagen aus der Ausbildung raus dann die ihre ersten Schritte in den Beruf machen. Und ganz ehrlich, wenn Paare von der gleichen Situation kommen, dann frage ich mich schon, warum Frauen dann nicht sagen, guck mal, wir verdienen gleich, wir sind in einer ähnlichen Situation unserer beruflichen Laufbahn, warum machen wir das nicht halbe halbe? Und wenn er dann sagt, oder der Partner, also der andere, wenn der dann sagt, ja nee, das geht nicht, weil ich dann keine Karriere machen kann, warum sagt die Frau oder der andere, wer immer es ist, dann nicht, ja, aber das gilt doch für mich genauso. Ja? Also ich meine, alles kann der Staat nicht lösen. Und ganz ehrlich, ich sehe das wie Frau Paus,
Das werden wir in absehbarer Zeit nicht durchbringen, weil sowas durchzubringen würde bedeuten, dass Sie in Deutschland das Volumen ausweiten müssen, also zusätzliche Monate, weil Sie können nicht den Frauen was wegnehmen, den anderen geben, das wird nicht funktionieren. Für zusätzlich gibt es kein Geld. Aber das ist doch eine Sache, wo man dann auch wirklich sagen kann, das kann doch jede Frau selber für sich regeln. Wie ich übrigens auch nicht verstehen kann, dass es im Jahr 2023 noch Menschen gibt, die ohne Ehevertrag in Ehe gehen. Weil da sind auch immer wieder die Frauen die Gekniffenen hinter. Das müssen wir doch inzwischen irgendwie gelernt haben. Aber wir verfestigen doch momentan in sozialen Medien und in Medien insgesamt eher romantische Rollenmodelle, leider Gottes. Ne? Ja, ich bin völlig Ihrer Meinung. Ich bitte Sie, 2023 ja, Schneewittchen. Genau deswegen sollten wir daran arbeiten, und zwar alle gesamt, dass wir das ändern. Was ich interessant finde, ist dann tatsächlich jetzt nochmal die Rolle von Unternehmen, weil eben völlig richtig, wir können nicht alles bei der Politik belassen. Und wenn die Unternehmen wirklich glaubwürdig versichern, sie haben einen Fachkräftemangel oder einen Arbeitermangel oder auch einen Führungskräftemangel, es fehlt an allem, dann müssten ja die Unternehmen sagen, ich habe den Bedarf, also ist es in meinem Interesse zum einen Transparenz zum Gender Pay Gap zu schaffen, dass ich nämlich für Frauen es attraktiv mache, dass sie hier anfangen zu arbeiten und was sie verdienen können. Und zum anderen, und das fand ich eine interessante Erkenntnis auch an dieser Recherche für den Film, dieses Thema, Frauen wollen weniger Wettbewerb, das wurde in Tests festgestellt. Ja? Es wurden Mathematikaufgaben vergeben. Und es ging eigentlich darum, beste Qualität kriegt einen Preis und abgestuft nach Punkten. Aber es gab die Möglichkeit, mehr zu bekommen, wenn man sich einem Wettbewerb mit anderen ausgesetzt hat. Und das haben die Frauen zu einem Drittel gemacht, die Männer zu einem zwei Drittel. Wenn man aber gesagt hat, Frauen werden auf jeden Fall auch quotierlich gewinnen, haben sich plötzlich mehr Frauen beworben. Weil sie gewusst haben, okay, also das gilt jetzt auch für mich. Und es war nicht einfach, dass dann gesagt wurde, okay, automatisch, auch wenn die Frau schlechter ist, gewinnt sie. Sondern es haben sich tatsächlich sogar die talentierteren Frauen plötzlich beworben, die sich vorher zurückgehalten haben. Das heißt, ich müsste im Unternehmen dann eben es auch schaffen, die Frauen denen so transparent zu machen, du hast eine Chance. Frauen neigen dazu, so sind sie offensichtlich sozialisiert, eher zu sagen, ich muss entdeckt werden und nicht, ich renne hier vorwärts. Ja? Und da ist auch im Unternehmen einiges zu tun und da sind auch Möglichkeiten, wenn Unternehmen das schaffen wollen. Und das würde dann auch in die Richtung Gender Pay Gap gehen. Ne? Mhm. Ich setze wirklich dann auch da drauf, deswegen habe ich auch in beiden Fällen mit unterschrieben als Erstunterzeichnerin, dass diese Quoten was bewirken. Dass also, weil auch nachweislich es so ist, wenn Sie mehr Frauen in den Vorständen haben, dann haben Sie höhere Gehälter, zumindest in der direkten Ebene bei den Frauen. Mhm. Weil die Frauen anders gesehen werden. Was natürlich auch ein bisschen pervers ist, aber es ist so. Mhm. Ja, also dazu... aber auch ja, vielleicht zu beiden Wortmeldungen nur so ein Kommentar. Also, weil Sie das so betont haben, fange ich nochmal hier an. Also, da müssen wir an die Frauen appellieren und so. Man muss schon sagen, diese Paare, die jetzt in dieser Situation sind, jetzt wird das Kind geboren, jetzt muss man sich überlegen, wie teilt man das auf? Natürlich sind das individuelle Entscheidungen, aber die finden ja nicht im luftleeren Raum statt. Die finden statt vor dem Hintergrund dieser sozialen Normen, die ich ja gerade geschildert habe, wie die so sind. Das heißt, das muss man schon mit berücksichtigen. Also ich finde, man kann, natürlich ist am Schluss jeder verantwortlich, was er oder sie mit ihrem Partner, ihrer Partnerin da ausverhandelt. Aber wir dürfen doch nicht übersehen, dass das je nach Persönlichkeitsstruktur, ja, also manche spornt das gerade an und zu sagen, so, das ist mir egal und ich mache das so. Aber eben nicht jeder ist so gestrickt. So. Also das nur noch mal so als Kommentar. Also ich finde, wir dürfen nicht ausblenden, dass das nun mal die sozialen Gegebenheiten sind, vor denen sich die Leute dann für eine gewisse Aufteilung entscheiden. Und hier noch mal, warum ich auch denke, dass mehr Frauen in Führungspositionen ganz wichtig sind. Also diese Experimente, von denen Sie gesprochen haben, die kenne ich auch und es ist tatsächlich so, dass wir in einem Forschungsprojekt auch feststellen konnten, dass es ja eben
weil Sie das auch am Anfang sagten, die Frauen, schon die Abiturienten erwarten weniger Gehalt. Die erwarten deswegen weniger Gehalt auch, weil sie eben denken, es steht ihnen weniger zu. Und übrigens denken das Frauen und Männer auch über andere. Also das zeigen auch viele Forschungsergebnisse, dass wir alle denken, für die gleiche Arbeit soll sich eigentlich die Frau mit ein bisschen weniger zufrieden geben. Das sagen Sie natürlich nicht alle, wenn ich Sie direkt in einem Umfrage frage, finden Sie, Frauen und Männer sollten für den gleichen Job gleich viel verdienen? Dann sagen Sie natürlich zu 98% ja, unbedingt. Wenn ich Sie aber ein bisschen auf eine andere Art frage, das führe ich jetzt nicht aus, aber Sie kennen das vielleicht, dass es so Implicit Association Bias Tests gibt und so weiter. Also wenn man eben ein Umfragetool hat, das eben in der Lage ist, so implizite Stereotype und Vorurteile aufzudecken, dann sehen wir das. Frauen und Männer sind der Meinung, Frauen sollen sich mit weniger zufrieden geben. Und das führt auch dazu, dass sie von vornherein weniger verlangen. Und das Interessante ist aber, und das haben wir in einem neuen Forschungsprojekt, das noch läuft, aber das Ergebnis konnten wir eigentlich schon ziemlich robust so finden, dass Personen, die am Arbeitsplatz eine weibliche Vorgesetzte haben, dass bei denen im Lauf der Zeit, also wir haben Individuen befragt, die über mehrere Zeitpunkte, und wir haben dadurch auch Wechsler, also Leute, die hatten vorher einen Chef und dann haben sie eine Chefin, und bei denen tatsächlich diese Geschlechterstereotypen impliziten Zuschreibungen abgenommen haben. Und das finde ich persönlich ein sehr starkes Argument für die Quote, weil die dann zeigt, dass es geht da nicht nur um den Selbstzweck an sich, dass wir sagen, wir haben mehr Frauen aus Gerechtigkeitsgründen in diesen Positionen, sondern das hat auch Effekte dann darüber hinaus auf die Belegschaft und dann größere Kreise. Aber natürlich, das sind Effekte, die dauern. Ne? Ja. Dann sind wir wieder bei dem, warum geht das so langsam voran? Das sind eben Entwicklungen, die brauchen eben Zeit. Aber das ist auch das Thema Vorbilder. Also weil ich denke, und vielleicht können Sie das auch verifizieren, dass sehr viele Frauen, die Vollzeit arbeiten, auch Vollzeit arbeitende Mütter hatten. Ja, also das ist, also viele, die ich treffe, die auch wirklich Vorständinnen geworden sind, die sagen, ja, klar, war meine Mutter auch Vollzeit. Ja, also man hat ein anderes Rollenvorbild in der Form auch schon gehabt. Auch das führt natürlich dazu, dass wir dieses Denken, wir sollten anders werden, natürlich auch maßgeblich von unseren Müttern mitbekommen, nicht? Und auch da eben sagen müssen, dass das würde auch helfen, wenn wir da mehr Frauen in Vollzeit bekommen, auch dann ihre Töchter in Vollzeit zu bekommen. Also ich denke, das ist auch ein anderes, was ich auch ein verblüffendes Phänomen finde, wie wir Stereotypen funktionieren. Das ist so ähnlich wie mit den Gehältern, mit der Intelligenz. Also Töchter glauben, sie sind etwas weniger schlau als ihr Vater und schlauer als ihre Mutter. Ganz egal, keinerlei Erkenntnis. Ja? Es ist einfach nur, das ist unsere Annahme. Mhm. Und wir müssen irgendwie mit Rollenvorbildern raus aus diesen Stereotypen kommen. Mhm. Ja? Ich finde, ich wollte auch noch mal sagen, ich finde es auch ein bisschen ungerecht, wenn immer gesagt wird, ja, die Frauen müssen. Ich glaube, die Frauen, also erstmal würde ich auch mich fragen, warum wollen denn die Männer zum Beispiel so wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen? Also warum sagen die nicht dann, hey, ich will 6 Monate Elternzeit verbringen, wenn man in dieser Situation ist, dass beide gleich verdienen? Oft ist es ja leider so, dass Frauen und Männer daten halt normalerweise, also Männer daten jüngere Frauen und Männer und Frauen daten Männer, die mehr verdienen. Das ist einfach so, ja, das kann man gut finden oder nicht. Und dadurch ist man natürlich dann, sind Frauen dann natürlich schon in einer schlechteren Verhandlungsposition. Und was jetzt noch gar nicht gesagt wurde, was mir auch immer wieder auffällt, viele Frauen, also wenn Frauen befördert werden, dann wird oft erwartet, dass sie arbeiten wie Männer, diese Präsenzkultur, 12, 14 Stunden, und wenn sie das dann nicht schaffen oder nicht hinkriegen, weil sie dann doch Familie haben, dann heißt es, ja, die Frau hat es wieder nicht geschafft. Wir haben ja versucht, sie zu fördern, aber sie hat es irgendwie nicht geschafft. Woran, also was muss sich ändern, damit Frauen besser in das System passen? Oder also wie kann sich das System auch ändern, dass es offener für Frauen ist? Also ich darf nochmal an die Demografie erinnern, mein Freund. Als wirklich, weil die wird immer so schlecht gemacht, die Demografie, weil es dann heißt, wir werden alle älter davor, und so wenig Jüngere. Aber nein, wir sollten diese Chance ergreifen, weil dass die Unternehmen sich wandeln, es tut mir leid, die Unternehmen tun das nicht von sich aus. Die Unternehmen wandeln sich nur,
wenn sie Druck bekommen, und zwar massiven Druck bekommen. Und die Vier-Tage-Woche, die ich super finde, die wir dringend brauchen, die wird eingeführt, wenn sie denn kommt, in einzelnen Unternehmen, weil Firmen so einen Mangel an Arbeitskräften haben, dass diejenigen, die kommen und sagen, ich komme aber nur 4 Tage, die haben die Macht. Und deswegen mein Appell nochmal, das sehen wir jetzt ja bei den Jungen, bei der Generation Z, ja, gerade weil die so wenig sind, können die in ihre Bewerbungsgespräche gehen mit der Frage, gibt es hier Sabbaticals und kann ich hier vorurteilslos von Teilzeit auf Vollzeit und wieder zurückwechseln. Jeder Personaler hasst diese Gespräche und jedes Unternehmen, jeder Chef, jede Chefin wehrt sich bis zum Letzten, das nicht umsetzen zu müssen. Nur durch den Druck dieser Jungen wird sich was ändern und ändert sich momentan was. Und das sehen Sie ganz genau in Deutschland, in Firmen, die in Regionen sind, wo es schon früher Arbeitskräftemangel gab, also die deutsch-schweizerische Grenze oder die vielen Familienunternehmen Hidden Champions, die im Sauerland sitzen, wo eigentlich niemand so richtig sein will, wo alle dann irgendwie in größere Städte wollen. Ja? Bei denen ist diese Bewegung, dass man eine wertschätzende Firmenkultur einführt, dass man flexibilisierte Arbeitszeiten einführt, dass Frauen viel mehr Karrierechancen haben und auch andere bislang benachteiligte Gruppen, die läuft dort schon 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, je nachdem, wo die sitzen. Sodass das, was jetzt momentan der Industrie oder der Wirtschaft bevorsteht, dort schon ein paar Jahre länger eingeübt ist. Und deswegen, Unternehmen werden sich nur wandeln, wenn sie massiven Druck kriegen. Und die Jungen, die jetzt reingehen und sagen, Leute, es war schön bei euch, ich probiere es mal, aber wenn das dann Mist ist, dann gehe ich nach 18 Monaten wieder. Die üben genau den richtigen Druck aus. Und deswegen brauchen wir eigentlich Allianzen, die über die Generationen weg sind, weil diese jungen Gen Zler mit diesen Forderungen die Arbeitswelt für uns alle verbessern werden. Und deswegen nochmal mein Plädoyer, das gilt eben auch für Frauen, ja, die jetzt so umworben, also da gebe ich Ihnen Brief und Siegel, dass Frauen in den nächsten Jahren vom Arbeitsmarkt, von den Unternehmen umworben werden, wie kaum was anderes. Aber im Moment, also wenn ich so nein. Arbeitskämpfe denke und wie schwierig nein. das auch ist. Aber der Punkt ist, das ist... Aber glauben Sie mir, das wird kommen. Der Punkt ist, es ist ja tatsächlich so, dazu habe ich auch, weiß nicht, wie lange die jetzt her ist, aber eine relativ junge Studie aus meinem Hause nochmal, dass es da wirklich einen Generationenunterschied gibt. Und das, was Sie gerade angesprochen haben oder vorher schon gesagt haben, ne, die Frauen sollen noch verhandeln. Der Punkt ist ja tatsächlich, dass eben auch junge Männer jetzt ein anderes Rollenverständnis haben, dass es deutlich gewandelt hat. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau die Zahl im Kopf, aber es ist jedenfalls so, dass ich glaube, jeder zweite junge Mann sich schon überlegt hat, den Arbeitgeber zu wechseln, weil eben er den Eindruck hat, dass eben das, was er auch vom Leben will, eben auch eine andere Vereinbarkeit, auch wenn er jetzt nicht vielleicht 5 oder 8 Vätermonate nimmt, aber trotzdem grundsätzlich eine andere Vorstellung von Leben, ja, von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und was ich will im Leben, dass es auch bei Männern gewandelt hat. So. Und von daher passt das dann schon besser zusammen. Das ist gar nicht so, dass die Frauen dann nur alleine streiten müssen, ja, sondern es passt dann in einer anderen Art und Weise zusammen, dass es von beiden Seiten diesen potenziellen Druck gibt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch stärker auch aus dem Sauerland, ich glaube jetzt nicht, dass das Sauerland jetzt der Hort der Avantgarde ist, aber gut zu hören, dass sich auch im Sauerland was verändert. Ja? So, aber diese Debatten sozusagen zu intensivieren. In meinem Haus gibt es auch so ein Netzwerk für familienorientierte Unternehmen und da habe ich jetzt auch schon darüber nachgedacht, wie ich das jetzt noch sozusagen stärker nutzen kann, über diese Brücke dann auch, ne, mit den großen Wirtschaftsverbänden darüber zu sprechen, weil eigentlich haben alle das Problem, so, und alle reden ja in ihren jeweiligen Personalabteilungen darüber, was können wir jetzt anders und besser machen. So, und die Zahlen sind da eigentlich relativ evident, dass beide da was anderes wollen, beide Geschlechter in den Betrieben, und das müsste eigentlich dann auch besser funktionieren. Das sind also, aber natürlich zwei widersprechende Entwicklung. Auf der einen Seite fehlen so viele Stellen, sind so viele Stellen unbesetzt, ja. Und auf der anderen Seite will dann die Generation Z, auf die wir jetzt so hoffen, eigentlich weniger arbeiten. Da
Also unsere Fachkräftelücke füllen wir jetzt so nicht. Also, und als Einwanderungsland sind wir auch nicht so populär. Also wir haben da schon so richtig Sicht. Ja gut, Deutschland ist ja nicht das Land der Revolution nach wie vor. Ja. Ne? Jetzt muss man zwar keine Fahrkarte mehr lösen, um auf den Bahnsteig zu kommen, aber so revolutionär ist es ja nicht. So, ne? Wenn eben tatsächlich Männer leicht reduzieren wollen, ja, und das wollen sie, und Frauen eben erhöhen wollen, und das wollen sie im Schnitt, dann kommen wir zu einer anderen Angleichung, dann haben wir immer noch ein anderes, dann haben wir immer noch in der Summe mehr Arbeitsvolumen als vorher. Aber da, das ist genau der Punkt, den ich auch gemacht hätte. Also in der anderen Rolle als Präsidentin der American Chamber of Commerce haben wir gerade eine Wettbewerbsuntersuchung des Standorts Deutschland gemacht. Und es ist ziemlich katastrophal. Und die Produktivität in Deutschland geht ständig runter. Und Energie- und Arbeitskosten zusätzlich zu Arbeitermangel führen dazu, dass weniger Unternehmen hier tatsächlich investieren wollen. Und eine 4-Tage-Woche wird auch nicht dazu führen, dass die alle sagen, na, das ist ja ein klassischer Standort. Ja? Also dann wird man woanders hingehen. Und ich glaube nicht, dass wir uns das so einfach machen können. So schön sich das dann eigentlich anhört, wie was für eine schöne Welt das ist, wenn wir alle nur noch 4 Tage arbeiten müssen. Ich glaube auch nicht an die schöne Welt der Familienunternehmen. Familienunternehmen haben laut Statistik ungefähr 6-8% Frauen in Führungskräften. Ja? Ja, also wesentlich weniger. Klar. Und viele sind da immer noch in der ganz alten Tradition behaftet. Da gibt es ein paar, ganz besonders, wenn da junge Frauen in die CEO-Rolle gekommen sind, die da Frontrunner sind. Aber da müssen wir, glaube ich, wirklich vorsichtig sein. Wie wollen wir hier wettbewerbsfähig sein? Und wie wollen wir tatsächlich dann auch sagen, wir sind ein toller Standort mit guten Arbeitsbedingungen, aber auch nicht so, dass es hier einfach zu teuer ist, ja, weil Menschen zu wenig arbeiten, wir hier zu wenig produktiv sind und dann auch die deutschen Unternehmen, by the way, nach Indien, China jetzt ja nicht mehr, aber Vietnam und so weiter ausweichen werden. Und das müssen wir im Auge haben. Erlauben Sie mir noch 2 Worte. Ich wollte nur kurz fragen wegen Arbeitsproduktivität und Schweden. Sie hatten ja selber das schwedische Modell mit 8 bis 16 Uhr angesprochen. Teilweise ist es so, dass tatsächlich gesagt, also da wird ja 5 Tage die Woche gearbeitet und da wird 8 Stunden gearbeitet. Ja? Das heißt, da ist nicht die Frau arbeitet Teilzeit oder der Mann arbeitet Teilzeit oder beide arbeiten ein bisschen weniger, sondern die arbeiten beide Vollzeit, weil beide einzeln für ihre Rente arbeiten müssen und man sich da auch nicht hinterher sich auf den Ehegatten verlassen kann, der für mich einen Teil der Rente bezahlt. Ab 16 Uhr ist erstmal Schluss, da ist Schule Schluss. Ich gehe nach Hause, kümmere mich um die Kinder. Und teilweise, auch da ist es so, das haben mir auch schwedische Mitarbeiter erklärt, machen die natürlich ab 8 Uhr auch noch E-Mails. Ne? Also das, ich weiß nicht genau, wie vergleichbar jetzt Produktivität in Schweden ist, aber es ist eben keine 4-Tage-Woche und es ist eben nicht sehr viel Teilzeit bei den Frauen. Es ist weniger Teilzeit bei den Frauen als bei uns. So, jetzt noch 2 Punkte zu Ihrer Frage. Ich denke, auch das ändert sich, das stimmt, aber auf Männer liegt ja derselbe Druck wie auf Frauen, nur andersrum. Auf Frauen ist der Druck, wie kannst du Vollzeit arbeiten, wenn du Kinder hast? Und auf Männer ist der Druck, ja, willst du Karriere machen oder willst du Warmduscher sein und an der Kita mit den anderen Frauen schäkern? Also solche bösen Sachen werden ja gesagt. Ja? Also ich kenne junge Männer, wo gesagt wurde, weil die ihrer Partnerin ins Ausland für ein 1/2 Jahr folgen wollten. Ich dachte, sie wollen hier noch Karriere machen. Heutzutage. Ne? Das ist nicht von vor 10 Jahren. Das findet heutzutage statt. Das heißt, selbst wenn die wollen, haben die den Druck. Und selbst wenn die gerne sagen würden, ich nehme 6 Monate, müssen die das aushalten. Und auch daran müssen wir arbeiten. Das meinte ich, wir müssen an beiden Rollenbildern arbeiten. Und dann ist der Punkt eben, Frauen müssen sich nicht ans System anpassen, sondern das System muss sich an Frauen anpassen. Aber dann bin ich wieder bei den Schweden, dass ich sage, okay, wir machen um 16 Uhr mal alle Schluss. Wie wäre das? Auch der Vorstand geht um 16 Uhr nach Hause. Wäre doch mal eine coole Idee. Ja? Und also ich habe häufiger meinen Kollegen gesagt, geh doch mal nach Hause zu deinen Kindern, damit auch die jungen Väter hier sehen, du darfst nach Hause gehen. Also dieser Vorbildcharakter auch der männlichen Vorstände. Und da wird noch ganz viel, nach allen meinen Erfahrungen, immer noch das alte Modell gelebt. Und wenn die Vorstände, selbst wenn die 50 sind, wenn die so groß geworden sind in diesem System, dann sind die sozialisiert und leben so weiter. Ja,
viel zu tun. Ich würde die Diskussion ganz gerne jetzt öffnen und Raum für Fragen auch an die Diskutantinnen, Panelistinnen geben, bevor wir die Runde dann abschließen. Haben sich jetzt im Laufe der Zeit Fragen aufgetan, Kommentare, Hinweise? Oder lieber nicht. Erstmal alles ein. Bitte sehr. Auch eine interessante Information auch gefunden vor ein paar Tagen, das war auch zum 8. März anscheinend, das World Economic Forum hat das auch berechnet, wenn die Frauen und Männer gleich verdienen werden. Und ich weiß nicht, ob wir bis dahin wirklich so lange leben können, aber ich glaube, das erleben wir hier leider nicht in diesem Raum, weil das passiert erst in 276 Jahren. ich wollte eher so eine Frage stellen. Sie haben jetzt gerade ein sehr interessantes Beispiel genannt bezüglich Kultur, ja, im Betrieb. Wenn man das zeigt, dass eigentlich man kann dass der Chef muss um 4 Uhr nach Hause gehen und dann macht er ein gutes Beispiel. Haben Sie noch irgendwelche Ideen, wie kann man eigentlich diese Kultur ändern und woher müssen dann diese Impulse kommen? Danke. Ja, Kulturänderung ist natürlich mit das Langwierigste. Ne? Ich habe neulich mal mit einer Dame gesprochen, die seit 2 Jahren einen Job macht und die Kultur ändern will und selber den Eindruck hat, es hat sich gar nicht geändert und es hat sich eigentlich einiges geändert. Man muss über die Erfolge auch reden, ne? Und natürlich muss es die Spitze wollen. Also so, ja, wenn es, und also jetzt, ich komme aus Unternehmen, die CEOs geprägt sind, und zwar auch männliche CEOs, wenn es der CEO nicht will, dann ändert sich nichts. Ja? Was ganz viel hilft, ist aber tatsächlich, Frauen gehen dahin, wo Frauen sind. Das heißt, was wirklich funktioniert, ist, wenn sie es schaffen, in den ersten und zweiten Ebenen Frauen zu platzieren, die dann als Vorbilder agieren können, dann kommen auch mehr Frauen. Und nachgewiesen, wenn sie mehr als 2 Frauen in den Vorständen haben, dann ist das Gehaltsniveau der Frauen im Betrieb höher. Das hat anscheinend so einen Durchsickerungseffekt, was ich auch nicht gedacht hätte. Ich habe immer gedacht, ey, ich gucke mir doch alle gleich an, und das, aber ich habe ja auch einen Bias im Kopf. Also, und das ist das Einzige, was funktioniert, wirklich zu sagen, stellen Sie Frauen ein. Ich sage jeder Frau, die mich fragt, wie soll ich denn was ändern, wenn Sie in der Position sind, wo Sie einstellen können, stellen Sie nur noch Frauen ein. Das mag diskriminierend sein, aber ehrlich gesagt, in der Statistik ist es immer noch zu wenig. Genau, das ist ein guter Tipp, stellen Sie nur noch Frauen ein. Und Frau Paus, Sie wollten dazu noch Stellung nehmen? Ne, es stimmt, einerseits, es ist eine Schnecke, andererseits Kultur, ne, es ist... ist nicht einfach, das ist sozusagen von allen Seiten. Und es wurden jetzt verschiedene Studien jetzt schon genannt, die ich auch alle kenne, ne, wo es doch einen starken Geschlechterunterschied gibt. Ich bin vor einer Woche auf einer Veranstaltung gewesen zum Equal Pay Day, und da hat eine andere Wissenschaftlerin, Miriam Beblo, vorgestellt, dass sie sich mal angeschaut hat, diese 3 Stereotypen, also Frauen sind risikoaverser als Männer. Mhm. Frauen sind weniger wettbewerbsorientiert als Männer, und Frauen haben, was diese Gehaltsgeschichten angeht, ein geringeres Selbstbewusstsein als Männer. Also alles durch zig Einzelstudien belegt, die ich auch in meiner politischen Praxis und dem, wo ich sozusagen anknüpfe, mir zu eigen gemacht habe. So. Trotzdem hat Frau Beblo jetzt gesagt, sie hat jetzt zu allen 3 Punkten hat sie Metastudien gemacht, also tatsächlich sie angeschaut, ne, weltweit, wie sieht es aus, was für Studien gibt es und so, und hat festgestellt, das stimmt, alle 3 Stereotypen stimmen eigentlich nicht. Sind wissenschaftlich so nicht belegbar. Ich habe gesagt, das muss ich mir unbedingt nochmal breiter anschauen. So, und wenn ich mir das genau angeschaut habe, für westliche Nationen gilt das eher schon. Ja? So, aber das zeigt nochmal, das ist eben nicht sozusagen geschlechterinhärent, ja? Sondern das ist tatsächlich eine komplett kulturelle Frage. Ja. Und hat dann natürlich das auch gleich gegengebürstet. Stichwort Risikoaversität kennen wir alles aus der Unternehmensgründung. Frauen gründen mit weniger Kapital und haben deswegen Treffen auf Banker, die damit nicht umgehen können und so weiter.
So, trotzdem, wenn man sich mal überlegt, Frauen in anderen Lebenszusammenhängen, wir haben darüber gesprochen, wie bescheuert ist das, dass Frauen sich komplett abhängig machen oder sehr stark abhängig machen von dem jeweiligen Partner, so, ist mit Risikokategorien nicht zu verstehen. Ist nicht zu verstehen. Stimmt. So, kein Ehevertrag zu machen, ist nicht zu verstehen. Ja. So, trotzdem passiert das. So, das zeigt nochmal, dass diese Kategorie an sich nicht stimmt, sondern es kommt wirklich auf die Rahmenbedingungen an. Ein guter Punkt. Die auch von Politik gesetzt werden, aber ne, wir setzen ja nicht in jedem einzelnen Unternehmen alle Rahmenbedingungen, sondern da haben wir zum Beispiel Tarifautonomie etc. etc. Von daher, glaube ich, ist der Blick einfach nochmal wichtig, zu schauen, welche Stellschrauben sind es, aber es geht. Ne? Der Punkt ist, grundsätzlich geht es, wenn wir es verstanden haben, was die Parameter sind. Wollen Sie dazu nochmal was sagen, Frau Fohlich? Ja, also vielleicht nur nochmal, also wenn wir uns so fragen, okay, mit der Kultur und das ist alles so langsam und das wissen wir und so weiter, also da will ich nur sagen, also Quoten sind ein Mittel. Das will ich einfach so stark sagen. Und zwar an zwei Stellen sozusagen, sowohl in den hohen Führungspositionen, habe ich ja gerade erläutert, aber auch eben diese Partnermonate sind ja auch eine Quote, also eine Quote bei der Elternzeit. Auch das führt dann nachweislich dazu, dass sich auch diese anderen Stereotype, also von wegen Männer sind weniger fürsorglich und können das womöglich alles nicht, ja, das ist ja auch ein Stereotyp, was in männlichen und weiblichen Köpfen noch sehr stark so vorhanden ist, dieses Stereotyp, auch das kann man über so eine Quote aufdecken. Das ist vielleicht nicht so ein super elegantes Mittel und auch nicht so ein super beliebtes Mittel, aber schon wirksam. Auch das Lohntransparenzgesetz hilft, wenn man es vernünftig ausstattet. Ja. Auf jeden Fall. Also wenn man davon auch mehr Kitas und eine Ganztagsschule hilft. Genau, und da ist natürlich noch wahnsinnig viel zu tun, weil wir gerade ja jetzt da auch so ein bisschen wegen des Fachkräftemangels so einen Backlash erleben. Ich war letzte Woche in Würzburg, da werden auch die Betreuungszeiten eingeschränkt. Das ist natürlich da arbeitet dann auch vieles so gegeneinander. Ich hoffe da jetzt auf unseren Freund. Demografie, ja, dass sich das dann ändert und dass dann, es wird ja ganz viel ausgebildet, dass dann die Erzieherinnen und Erzieher auch nachwachsen und womöglich in ein paar Jahren dann. Naja, hoffen reicht nicht. Wir müssen was machen. Und was machen bedeutet in dem Fall, wir müssen die Botschaft rausbringen, ja. Wir müssen allen sagen, Leute, ihr habt mehr Macht als ihr. Ihr werdet jetzt mit jedem Monat, mit jedem Jahr mehr Macht bekommen. Weil verstehen Sie, wir denken immer retrospektiv, weil es uns wirklich schwerfällt, uns diese Zukunft vorzustellen. Wir denken retrospektiv, es wurde ja schon oft mit der Demografie und allem, aber wir hatten einfach einen Haufen Sonderfaktoren in Deutschland, dass dieser Arbeitskräftemangel bei uns erst so spät einsetzt. Ja? Wir hatten die Wiedervereinigung, daraufhin eine Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland, die uns massiv in den Köpfen noch rumspukt, weil es einfach so ein Generationenerlebnis war. Wenn Sie aus dem Osten kommen, wissen Sie, von was ich rede. Massenarbeitslosigkeit. Und das ist einfach ganz richtig dicht in unseren Köpfen. Dann kam die Osterweiterung und dann hatten wir einen massiven Influx von Männern und Frauen aus Bulgarien, Rumänien etc., die hier den Arbeitskräftemangel abgemildert haben. Und es ging einfach bis vor kurzem, dann hatten wir den Niedriglohnsektor durch die Schröderschen Gesetze, der dann entstanden ist, der wiederum geholfen hat, den Arbeitskräftemangel abzumildern. All diese Sonderfaktoren sind jetzt vorbei. Ja? Wir haben nicht mehr Bulgaren oder Rumänen, die uns hier den Arbeitsmarkt retten. Und das, was ich sagte, mit diesen 700 Männern und Frauen, die jeden Tag fehlen am Arbeitsmarkt, jeden einzelnen Tag bis 2031, wenn es sich verdoppelt, das wird sich jetzt nicht ändern die nächsten Jahre. Und das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, der noch lange nicht in unseren Köpfen angekommen ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die künstliche Intelligenz kommt und dann werden alle möglichen Leute entlassen oder so oder was auch immer. Das kann alles sein. Ich persönlich glaube da nimmer dran, weil das wurde uns jetzt ja schon so oft vorhergesagt, Digitalisierung etc. Und es passiert auf jeden Fall nicht für personenbezogene Dienstleistungen. Und deswegen kann ich nur allen sagen, die in diesen Bereichen arbeiten, traut euch was, fordert was.
und am besten schließt euch zusammen und dann werdet ihr das kriegen. Ich würde ja auch hinzufügen, gehen Sie in die Gewerkschaften, also oldschool-mäßig, das ist immer noch der beste Weg, sich zu organisieren. Also und da sind ja leider auch in den Erziehungs- und Gesundheitsberufen Berufen die Organisierungsgrade nicht so hoch. Frauen machen das nicht sehr gerne. Also ich habe mit verschiedenen Frauen von Verdi gesprochen, wie schwer das jetzt war, diese Kita-Streiks zu organisieren. Also da muss ganz viel getan werden. Ne? Also wirklich dieses traut euch, das ist da noch gar nicht so verankert. Also viele Frauen haben so ein großes, gerade in diesen Care-Berufen, haben so ein großes Verantwortungsgefühl für die Menschen, um die sie sich kümmern, wollen nicht streiken und das nutzen die Arbeitgeber auch aus, da hoffe ich sehr auf einen Wandel. Ich wollte die Diskussion jetzt aber gar nicht abwürgen. Gäbe es noch sonst eine Frage, eine dringende? Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Arnsauer von der Bundesstiftung Gleichstellung. Es sind heute schon ganz viele Faktoren benannt worden, die dieses komplexe Problem Gender Pay Gap beleuchten. Vielleicht können wir aber auch noch mal in einen Bereich gucken, der vielleicht noch nicht so ganz im Mittelpunkt stand, nämlich der Gender Pay Gap ist nicht nur wegen Unterbeschäftigung oder unterbezahlten Tätigkeiten oder schlecht entlohnten, frauendominierten Tätigkeiten da, sondern auch, weil die Frauen nicht in Führung kommen. Und Culture war heute auch schon, oder nicht ausreichend in Führung kommen. Und Culture war heute auch schon das Thema, also Culture in den Medien kann ich Sie sehr unterstützen. Also auch, wenn man nach Spanien blickt, es gibt ja Möglichkeiten, wie man vielleicht auch Repräsentationen und Stereotype in den Medien steuert. Mittlerweile ist das erste Gesetz, das seit 3 Jahren, glaube ich, mittlerweile in Kraft ist und jetzt auch schon Wirkung zeigt. Das hat uns eine Frauenorganisation aus Spanien erst vor kurzem berichtet. Es gibt aber auch die Culture in den Betrieben und da geht es auch ganz stark darum, kommen die Frauen dann auch oben an und was machen Leistungsbewertungssysteme damit? Weil wir alle haben Stereotype, tragen die in uns, wir sind so sozialisiert, niemand kann sich dagegen wehren. Aber es gibt das Anti-Bias-Training, das wurde auch schon so ein bisschen angedeutet mit dem Implicit-Bias-Test. Man kann es sich auch selber antrainieren, man muss nicht warten, bis man übrigens eine Frauenführung vor sich hat und das dann positiv assoziiert, das ist trainiert. Das ist erlernbar, das ist ein Aspekt. Und der andere Culture-Aspekt ist eher in der Mikroebene der Beziehungen. Also es gibt tatsächlich auch Verwerfungen in Beziehungen, wenn Frauen mehr verdienen als Männer. Und wenn wir das schaffen, gesamtgesellschaftlich in der Diskussion zu halten und da Stück für Stück Veränderungen zu bewirken, dann haben wir auch sehr viel erreicht. Mhm. Dankeschön. Ja, Quoten hatten wir ja schon, dass das hilft, damit mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Ganz langsam passiert da was. Möchten Sie sonst noch was dazu also sagen, alle Großunternehmen, bitte? Die ich kenne, haben ganz klar und immer spezifiziertere Ziele für Frauen in Führungspositionen. Und zwar auf allen Ebenen. Es funktioniert nicht so gut, wenn man gesagt hat, okay, ich möchte fürs Gesamtunternehmen 25% Frauen, weil dann denkt jeder, jemand anders wird sich schon darum kümmern. Und tatsächlich in einem Unternehmen habe ich es gesehen, dass wirklich gesagt wurde, wir müssen jeden Tag 5 Frauen in eine Führungsposition befördern, damit das funktioniert. Dann hat man das wirklich mal anfassbar gemacht. Ja? Und wir haben auch mal in einem anderen Unternehmen, da war ich noch operativ tätig, wirklich auch uns Ziele gesetzt und dann hinterher die Frage rein mathematisch gestellt, was würde das denn bedeuten? Ja? Würde das im Zweifelsfall bedeuten, jeder Job geht jetzt nur noch an eine Frau? Geht das überhaupt? Und das heißt, man muss es operativ anfassbar machen, aber dann wird es ziemlich konkret für jeden Einzelnen, der eine Besetzung macht. Weil dann weiß dieser Mensch, okay, eigentlich muss ich jetzt zumindest jede zweite Position mit einer Frau besetzen. Wahrscheinlich funktioniert das nicht, weil dann besetze ich paritätisch, ich will ja steigern. Also muss ich eigentlich 2 mal eine Frau besetzen, 1 Mann, Mann. Ja? Und dann sind sie, ich bin ja auch in 2 amerikanischen Unternehmen, da sind sie über Gender hinweg, ja? Da sind sie bei dem Thema Diversität. Wie sind wir denn sonst noch divers? Ne? Und irgendwann wird es dann aber tatsächlich, wie Sie richtig sagen, Kultur, weil es eine Natürlichkeit ist, aber da sind wir tatsächlich in Deutschland noch weit weg. Ja. Sie würden dazu gerne noch was sagen, Frau Post, bitte. Ja, genau, ich wollte jetzt gar nicht hier sozusagen nur als Ministerin reden, ich bin jetzt hier doch angeflasht, sozusagen mich einfach so zu äußern. Und deswegen wollte ich 2 Aspekte noch bringen, weil da klang ja nochmal an, dass es ja wirklich sehr sich durch die Struktur zieht, eben diese Vorstellung, der Mann ist der Ernährer.
So. Dann auch, ne, Frauen heiraten nur Männer, die irgendwie mehr verdienen. So. Was ja nicht so sein muss. So. Und da kann man jetzt auch irgendwas rumfantasieren, aber das mit dem Mann ist der Ernährer. Das erleben wir eben schon und deswegen hatte ich das auch angesprochen. Ja, ich bin auch ein großer Fan von Organisationen und von Gewerkschaften und ne, da kann das bei Frauen auch durchaus deutlich besser werden. Aber alleine Gewerkschaften ist eben noch nicht die Lösung. So, wenn ich nochmal kommen kann auf das Steuerklassenthema. So, wir sind uns hier alle einig, Ehegattensplitting muss weg, Steuerklassen müssen weg. So, Steuerklassen in der Pandemie hatten natürlich auch eine Rolle. Nämlich die Lohnersatzleistungen, die werden gewährt nach dem Netto. Genau. So, und das hieß natürlich eben für alle Paarkonstellationen mit 3,5, ja, das auch völlig klar war, schon alleine deswegen, ja, so, wer arbeitet möglichst weiter normal, ne, und wer sozusagen geht dann auch in Lohnersatzleistung. So, und es gab null Aufschrei. So. Und zur gleichen Zeit gab es eine Studie von Hans Böckler von den Gewerkschaften, die war vorher sozusagen initiiert, um nochmal zu unterstreichen, dass das wichtig ist mit der Abschaffung der Steuerklassen. So. Und weil das aber plötzlich so ein Thema war mit dem Kurzarbeitergeld, und das ist ja, ne, quasi bis heute fortgesetzt mit dem Kurzarbeitergeld, ne, dass das aber 3,5 ist. So. Und wenn man das reformieren wollte auf Faktorverfahren 4,4, ne, ist die logische Konsequenz, wäre völlig gerecht, war aber gleich der Riesenaufschrei, das geht ja nicht. Mhm. Das geht ja nicht in dieser Situation, ne, weil dann, ne, die Männer als Ernährer so, und tatsächlich ja auch erstmal die ganzen Familien vielleicht weniger Geld hätten, muss man ja nicht so machen, hätte man ja aufkommensneutral machen können. Aber es war völlig klar, dass das politisch gar nicht geht. Ja? So, nur um da ein entsprechendes Beispiel. Dass es nicht durchsetzbar ist. Genau, und deswegen, so, oder umgekehrt, dass eben aber Frauen, ja, praktisch leer ausgegangen sind in der ganzen Situation. War überhaupt kein Thema. So, wenn man das andere gemacht hätte, wäre das ein Riesenthema gewesen. So, und das können Sie eben auch auf andere Bereiche weiter drehen. Wir hatten im Sommer, im letzten Jahr, eine intensive Debatte in der Koalition auch nochmal um die Art der Entlastungspakete. Hätte ich mir auch teilweise was anderes gewünscht. So, und was wir dann ja aber auch gemacht haben, war wieder das Thema kalte Progression. Das war auch klar, dass das von dem ganzen Framing und von der Wahrnehmung her in der Gesellschaft so ist, dass man es das vielleicht nicht wirklich verhindern kann. Außerdem ist der derzeitige Bundeskanzler auch vorheriger Finanzminister gewesen, hatte das ja auch gemacht. So. Aber ich, ne, mir hat es wirklich richtig wehgetan, weil ich nämlich da parallel gesehen habe, dass eben natürlich, und Sie hatten es angesprochen, Frauen eben in den Sozialberufen weiter sind. Das sind aber vor allen Dingen ja auch alles Bereiche, die direkt oder sehr, sehr mittelbar an den öffentlichen Haushalten, insbesondere auch der Länder, hängen. So. Muss jetzt nicht so sein, aber erstmal ist es so, dass wenn man eben dieses Gesetz kalte Progression macht, dass davon 40% vom Bundeshaushalt getragen werden durch Steuermindereinnahmen, 60% davon, das ist einfach bei den Steuereinnahmen so, 60% mehr Steuereinnahmen geht an Länder und Kommunen, 60% weniger Steuereinnahmen fehlen dann den Ländern und Kommunen. Das heißt, ne, mit diesem Gesetz, was tatsächlich vor allen Dingen auch wieder oberen Einkommen, also die Entlastung absolut ist oberen Einkommen eben höher als niedrigen Einkommen, ja, so die Entlastung geht eben zugunsten der hohen Einkommen, so das Geld fehlt in den Kommunen und Ländern und ist dann natürlich wieder die Begründung dafür, dass in der Tarifrunde, die jetzt auch gerade läuft und auch in der nächsten mit den Ländern, die Länder und Kommunen sagen, wir können aber nicht mehr bezahlen, weil wir haben ja gar kein Geld. So. Nur um diese Strukturdimension auch nochmal aufzumachen. Und das ist natürlich nicht nur eine Frage von, sind Frauen gut organisiert und gehen die alle zu Verdi oder sind die zu wenig bei Verdi, sondern auch wenn sie noch mehr da wären, hat Verdi eben automatisch eine geringere Kampfeskraft, weil Deutschland eben insgesamt so aufgestellt ist, nicht nur bei diesem einzelnen Steuergesetz, sondern weil es ja insgesamt noch so ist, dass wir eben als Exportnation funktionieren, weswegen eben natürlich in den exportorientierten Branchen besser bezahlt wird mit den entsprechenden Konsequenzen und so weiter. Ja, deprimierend, viel zu tun. Nee, so dürfen wir nicht aufhören. Wir haben ja auch ganz viele Ansatzpunkte gehört. Ich habe vor allem gelernt, dass man vor der demografischen Entwicklung keine Angst haben muss, nicht immer nur an die Greisenrepublik denken muss, sondern auch an die positiven Effekte. Es gibt Mechanismen, es gibt Quoten, es gibt das Nachbesserung beim Entgelttransparenzgesetz, es gibt eine Veränderung bei den
bei den Steuerklassen. Was ich ein bisschen deprimierend finde, ist, dass sich bei der Elternzeit, bei den Vätermonaten offenbar jetzt absehbare Zeit nicht so viel ändert. Gut, aber ich hätte gerne noch zum Ende eine Frage an Sie alle und bitte um eine Zahlantwort. Gott. Ja, nur eine Zahl. Ja, 42 ist gut. Ja, 42 ist schon mal gut, funktioniert aber nicht so richtig. Oder vielleicht doch. Wann erreichen wir denn bei dem Gender Pay Gap ungefähr das isländische Niveau, wo es ja... Also in den Industriestaaten, die haben den geringsten Gender Pay Gap. Ich glaube, es ist so bei unter 6%. Wann erreichen wir das? Vielleicht fangen wir hier bei Ihnen an, Frau Wrohlich. Das ist ja so eine schwere Frage. Wollen ja immer alle wissen, was eine es wurde Zahl. Ja genannt mit diesem Economic Forum, immer diese linearen Projektionen. Das ist jetzt hier nur eine Diskussionsrunde. Ja, okay. Es ist keine Ihre Habilitation. Also 2250. Wow, okay. Frau Melle? Die Zahl finde ich gut. Ja. 2250. Nein, ich würde es nicht gesellschaftspolitisch sehen, ich würde es individuell sehen. Fragen Sie sich... Eine Zahl, Nein. Fragen Sie sich mein persönlicher Gender Pay Gap. Wie hoch ist er, erstens? Das heißt, Sie müssen wissen, was die Männer um Sie herum verdienen. Das ist schon mal die erste Frage. Wer hier weiß, was die Männer um Sie herum jeweils verdienen? Können wir mal hier aufzeigen? Jetzt trauen sich natürlich wieder niemand, aber das wäre schon mal die erste Frage, die ich mir stellen würde. Mhm. Was verdienen die Männer um mich herum? Und dann ist die zweite Frage, wie kann ich meinen Gender Pay Gap verringern? Und wenn sich das jeder von uns hier im Raum die Frage stellt, dann würde ich sagen 2025. Sehr gut. Gut. Also die Ampelkoalition hat in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen, dass wir die Gleichstellung 2030 erreicht haben wollen. Und das ist natürlich die Bibel. Von daher bin ich da irgendwie in der Pflicht. Allerdings brauchen wir dann noch ein paar mehr Maßnahmen, als wir bisher miteinander vereinbart haben. Ja. Okay, vielen Dank. Mal schauen, wo wir uns zwischen dieser großen, sehr großen Lücke einpendeln. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Panelistinnen. Wir gehen mit ganz vielen Denkanstößen und auch motiviert raus, hoffe ich, und können jetzt bei einem kleinen Empfang und einem kleinen Imbiss hoffentlich das Gespräch noch vertiefen. Vielen Dank fürs Forum New Economy und Stiftung Mercator für den Abend. Ja, kommen Sie gut nach Hause und vielen Dank.